Nochmals guten Morgen, jetzt in anderer Räumlichkeit als gestern, als wir diese Konferenz geplant haben. Für Dezember, da gab es noch Corona und dann da dies ein Raum, wo wir maximal 25 Leute platzieren konnten. Das ist jetzt etwas anders. Es wäre natürlich möglich gewesen, so im Corona-Setting das nochmal zu machen, aber ich denke, das ist so etwas gemütlicher als wir das damals gewohnt waren. Ja, heute haben wir einen Blick auf Osten und Südosten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wir haben gestern über deutsch-französische Versöhnung, Zusammenarbeit gesprochen, als etwas, was auch symmetrisch war, wo eigentlich ein Gleichgewicht wichtig ist zwischen den beiden Ländern. Und jetzt wollen wir eigentlich reden über Verhältnisse, wo das Gleichgewicht nicht da ist, wo andere Machtverhältnisse da sind. Und dann haben wir es über Ost und West. Wir haben schon das Zentrum, die Peripherie. Und die Verhältnisse im Wahlkampf sind natürlich nicht in diesem Symmetrie gekennzeichnet, was die deutsch-französischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg und überhaupt die europäische Integration nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann stellt sich natürlich die Frage, was für ein Vorbild oder wie man es auch nennen möchte, die deutsch-französische Aufstellung und die Kooperation für die Verhältnisse in Osteuropa, die Ost-West-Verhältnisse, die Verhältnisse im Balkan sein könnten oder nicht sein könnten. Und das haben wir wieder einen Überschritt mit postkoloniale Perspektive oder postkoloniale Perspektive haben wir das zusammengefasst. Und was bringen diese, was bringt dieser Diskurs über Postkolonialismus eigentlich, um die Verhältnisse zwischen Ost und West zu begreifen? Ob wird das in postkolonial wird das gedeutet, aber ist das eigentlich sinnvoll oder sind es ganz andere Machtverhältnisse oder wirtschaftliche Beziehungen, als wir diese Fragen haben wir in diesem Panel diskutieren. Das ist ein sehr internationales Panel. Zumindest die beiden Referenten sind sehr international orientiert, haben in vielen Ländern studiert, gelehrt, gearbeitet. Mal mit unserer ersten Referent anzufangen. Klaus Bachmann, zurzeit schon seit 7 Jahren, denke ich, oder 8 Jahren in Warschau, aber gelehrt in Wien, Bordeaux, Stellenbosch, Peking, Amerika, Wolfsburg. Das sind die richtigen Europäer, würde man fast sagen. Besonders als in China. Ja, damals gab es noch so eine deutsch-chinesische Kooperation. Die letzten Jahre habe ich noch gearbeitet auf Transnational Justice. Heute, in dieser Dissertation, wird er sich kritisch auseinandersetzen mit die Frage, die eigentlich das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie Ost-West ist im Rahmen der Arbeitsintegration und die Frage dann, inwieweit diese Art von Konzepten für die Hilfbar sein sollte, dass wir das doch ganz anders deutschen möchten. Klaus. Ja, vielen Dank. Ich war begeistert, als ich gehört habe, ich sollte über Kolonialismus reden. Weil das in den letzten 10 Jahren mich tatsächlich sehr beschäftigt hat. Ich habe allerdings Probleme gehabt, das zusammenzukriegen dann mit diesem Versöhnungsgedanken. Wir haben gestern Abend darüber diskutiert, ob die Empfehlung oder die Versuche, das deutsch-französische Modell auf andere Länder zu übertragen, dann
kulturellen Kolonialismus lauter. Nicht so laut, war ich so laut. Gott, das ist das erste Mal, dass mir jemand sagt, ich so lauter reden. Schreien nicht so. Ich bin noch nicht wirklich überzeugt von dem, was ich zu sagen habe. Denn in dem Moment, wo ich es werde, da fange ich automatisch an zu schreien. Ja, also ein leiser Einstieg, der dann anspielt, aber wahrscheinlich kein Boxgesandte. Ich kriege das nicht zusammen mit dem mit der Frage, die wir gestern diskutiert haben, was das mit deutsch-französischer Versöhnung zu tun hat, weil das einfach in der Diskussion in, ich sage jetzt mal, Mittelosteuropa keine Rolle gespielt hat eigentlich. Es gibt eine gewisse Diskussion darüber, ob man sozusagen, gibt es ein deutsches Modell der Vergangenheitsbewältigung und macht es Sinn, das zu übernehmen oder so, und was die Vor- und Nachteile, sowas gibt es schon, aber speziell jetzt deutsch-französisch spielt dabei eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle. Das war in den 90er Jahren ein bisschen anders, aber es ist jetzt weitgehend verschwunden. Es hat allerdings... kann man sagen, es gibt eine Diskussion, die in gewisser Weise so ein bisschen rübergeschwappt ist aus Westeuropa über Kolonialismus, was insofern erstaunlich ist, weil fast keiner, also man muss schon sehr wilde Zusammenhänge konstruieren, um eine Möglichkeit zu finden, die mitteleuropäischen Staaten irgendwie mit dem klassischen Kolonialismusbegriff in Verbindung zu bringen. Also abgesehen davon, dass beispielsweise jetzt in Niederschlesien Bauwerke umstehen aus der Kolonialzeit, aber die sind ja nicht von Polen gebaut worden, sondern die sind von Deutschland gebaut und dann von Polen im Rahmen der Westverschiebung dann sozusagen übernommen worden. Aber nichtsdestotrotz, also schon kann ich mich erinnern, schon vor 20 Jahren gab es Diskussionen in Belarus zum Beispiel, ob die Position von Belarus in der Sowjetunion oder dann auch nach 1991 zu Russland, ob man das als Kolonialismus analysieren kann. Es gibt inzwischen auch eine akademische Diskussion in Polen darüber, ob die Politik der, sagen wir mal, der polnisch-litauischen Adelsrepublik gegenüber ihrer Peripherie Kolonialismus war. Und es hat auf der politischen Ebene auch immer wieder solche Schlagabtausche gegeben, aber das ist dann problematisch, weil da werden dann wieder akademische Begriffe als politische Propaganda eingesetzt. Das kennen wir ja auch von anderen Bereichen. Da haben wir ja auch gestern drüber gesprochen. Und wo es dann darum geht, beispielsweise, dass, das ist eine Diskussion vor dem Februar dieses Jahres natürlich, jetzt herrscht da nur eine Harmonie, ob die polnische Herrschaft über die westlichen Gebiete der Ukraine in der Vergangenheit in verschiedenen Zeitabschnitten auch Kolonialismus war. Und es gibt jetzt wirklich propagandistisch die Frage, inwieweit die Verhältnisse innerhalb der Europäischen Union kolonialistisch sind. Wobei das paradoxerweise dann darum geht, um Auslandsinvestitionen. Also das Problem, dass beispielsweise der jetzige Premierminister damals noch als Finanzminister in Polen angestoßen hat, ist ein Banker, der an dem Prozess, den er da kritisiert, selber teilgenommen hat, nämlich darauf hinzuweisen, dass die Auslandsinvestitionen, die ja sehr stark nach Polen, nicht nur nach Polen, aber darum ging es natürlich, geflossen sind nach 1990, dass die ja gewaltige Massen an Gewinnen auch wieder abgezogen haben. Und dass das eigentlich, dass das sozusagen er hat es nicht Kolonialismus genannt, aber es lief darauf hinaus und einige seiner, Mitstreiter haben dann Konferenzen über den Kolonialismus in der Europäischen Union gemacht. Das ist auch ein bisschen der Versuch, sich in diese Kolonialismus-Diskussion einzuschalten, weil man gesehen hat, wissen Sie vielleicht, dass die jetzige Regierung seit 8 Jahren versucht, mit der deutschen Regierung Verhandlungen anzufangen über Reparationen für den Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Seite hat sich darauf nie eingelassen. Aber man sieht natürlich schon, beispielsweise in Polen, dass dem Namibia gelungen ist. Und dann, also so interpretiere ich, war das ein Versuch, sich sozusagen in diese Diskussion einzuklingen. Weil man gesehen hat, wenn man über Kolonialismus diskutiert, nicht über Zweiten Weltkrieg, dann kriegt man vielleicht was.
Ja, also ich habe das jetzt sehr, sehr vereinfacht. Auf Rundfragen kann ich dann ins Detail gehen. Aber das ist sozusagen der politische Antrieb dahinter. Das hat nicht funktioniert, aber das ändert nichts daran, dass die Diskussion sozusagen auch nach Polen und darüber hinaus gekommen ist. Und von so her gesehen gibt es natürlich jetzt auch in gewisser Weise eine Kolonialismusdiskussion in Mittelosteuropa. Im Laufe meiner Nachforschung hauptsächlich eigentlich von Migration, habe ich dann auch tatsächlich ein Element entdeckt, was allerdings in der Diskussion, weder in der akademischen noch in der politischen Diskussion, eine Rolle spielt. Das ist das Erstaunliche. Weil es eigentlich genau umgekehrt funktioniert als das, was der Ministerpräsident Morawiecki damals behauptet hat. Das Problem sind, nach dem, was ich sozusagen erinnert habe, sind nicht Auslandsinvestitionen, sondern das Problem ist sozusagen, wenn der Investor zu Hause bleibt. Was dann passiert? Und dann kann man tatsächlich was beobachten, was manche meiner Kollegen auch in anderen Teilen der Welt unter diesem Begriff Kolonialismus sozusagen auch beobachtet haben. Worauf beruht das? Ich muss jetzt ein bisschen zurückgehen. Sie erinnern sich vielleicht Ende der 90er Jahre, Anfang dieses Jahrtausends, gab es immer wieder diese Berichte von diese Klagen von der Europäischen Kommission darüber, dass das mit der Migration der Arbeitskräfte in der EU nicht so richtig funktioniert. Wir haben die vier Freiheiten, das Kapital, die Güter und die Dienstleistungen, die können Grenzen überschreiten. Bei den Arbeitskräften funktioniert das mit der Migration nicht, weil nur, wenn ich mich recht erinnere, so um die 5% der Bevölkerung in der EU dauerhaft in ein anderes EU-Land auswandern. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum will die Kommission unbedingt, dass sowas passiert? Wir wissen ja, dass Migration auch Probleme schafft. Es geht aber nicht nur. Also es ging auch damals nicht nur darum, dass jetzt, was weiß ich, Migration eine Bereicherung ist oder Diversität oder sowas. Also nicht so dieser ideologische Gehalt, sondern es waren ganz konkrete makroökonomische Erwägungen, die dazu geführt haben. Nämlich, wenn wir eine Situation haben, in der das Kapital frei sich bewegen kann, aber die Arbeitskräfte sich nicht frei bewegen können oder nicht frei bewegen wollen, das Ergebnis ist ja das Gleiche, dann entstehen Ungleichheiten. Und diese Ungleichheiten sind ganz besonders, wenn man eine gemeinsame Währung hat, dann können dazu führen, dass es Verwerfungen gibt zwischen weniger innerhalb der Europäischen Union, aber sehr stark innerhalb der Eurozone. Das ist ja dann auch passiert, das haben wir dann auch gesehen, um die 2008, 2009 mit der Krise in Griechenland, mit der Krise des Bankensystems und dann mit der Schuldenkrise, wo wir dann eine Situation hatten, dass wir im Zentrum der EU hatten wir die wirtschaftlich und finanziell starken Länder, die immer mehr exportiert haben, und die Länder an der Peripherie, die sich immer stärker verschuldet haben. Und das hat sich dann in der Eurozone nicht ausgewirkt über die Wechselkurse, wie das früher der Fall gewesen wäre, sondern weil es halt die gemeinsame Währung gibt, hat sich das ausgewirkt dadurch, dass Deutschland sozusagen Negativzinsen für seine Schulden bezahlt hat und Italien oder Griechenland gigantische Positivzinsen. Und sich das entsprechend dann natürlich auf die Haushalte der Mitgliedsländer ausgewirkt hat. Also das ist die Geschichte, die eigentlich bekannt ist. Seit wahrscheinlich 20 Jahren oder so, von der viele meiner Kollegen damals auch gewarnt haben. Ich habe es damals nicht so ganz ernst genommen. Aber man hat ja gesehen, sie haben recht gehabt. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, dass diese Klagen über mangelnde Migration immer darauf abzielen, sozusagen, dass diese Migration auch gleichmäßig passiert. Also beispielsweise, dass die Leute sozusagen im Kapital folgen. Ja. Dass nicht eine Situation entsteht, wo dann in einem Mitgliedsland Überbeschäftigung herrscht und im anderen riesige Arbeitslosigkeit. Das würde es aber erfordern, dass sozusagen die Migration nicht nur von der Peripherie ins Zentrum geht, sondern auch von der Zentrum in die Peripherie. Und genau das ist nicht passiert. Das, was wir jetzt beobachten können, und zwar weit über die Eurozone und weit über die Europäische Union hinaus, und da verweise ich an meinen Kollegen zur Linken, der wird wahrscheinlich darüber auch reden. Balkan ist ja noch nicht, wissen wir nicht genau, aber jedenfalls ein Teil des sogenannten Balkan oder des früheren Jugoslawien oder wie man das definieren will, ist ja noch nicht in der Europäischen Union.
Und wir sehen ja auch, dass zumindest seit 2015, dass das Zentrum der EU ja auch, sagen wir mal, Arbeitskräfte und Migranten anziehen aus Gegenden, die sogar außereuropäisch sind. Also dieses, deshalb benutze ich auch diesen Ausdruck oder diesen Gegensatz Zentrum und Peripherie, weil die Peripherie ist nicht die Peripherie der Europäischen Union, die Peripherie geht weiter. Die Peripherie geht eigentlich im Moment, kann man sagen, bis Asien oder bis Afrika. Wenn man nur mal daran denkt, dass beispielsweise, ich komme da noch genauer drauf, holen beispielsweise Arbeitskräfte jetzt aus Bangladesch, aus Indien, aus Pakistan importiert. Dann sieht man, wie weit diese Anziehungskraft geht. Und das tut Polen, weil Arbeitskräfte in bestimmten Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, massiv auswandern ins Zentrum. Was jetzt bedeutet, hauptsächlich Deutschland, aber nicht nur. Ich meine, in Polen gibt es auch jede Menge Einwanderer aus Polen. Es sind nicht unbedingt nur Polen, sondern zum Beispiel die deutsche Minderheit hat fast aufgehört zu existieren in Polen, weil die alle nach Holland ausgewandert sind. Wird wahrscheinlich in den Niederlanden ist das sehr auffallen, dass das keine richtigen Deutschen oder keine richtigen Polen sind oder so. Aber wenn man nach Oberschlesien fährt, dann merkt man, dass die ganze Dorfteile oder ganze Dörfer. Ja, das ist sehr typisch. Ja, ja, das ist eine ganz andere Geschichte jetzt. Die Vor- und Nachteile von Migration in den Ausnahmeländern, das ist ja auch nach 2015 in extenso diskutiert worden. Mein Punkt ist ein ganz anderer, oder mein Fokus ist ein ganz anderer, nämlich was passiert da in den Herkunftsländern. Und was da passiert, kann man sehr gut sehen, wenn man zwei Sachen nebeneinander stellt. Also beispielsweise Polen auf der einen Seite, ist ein relativ großes Land, relativ wirtschaftlich stark im europäischen oder internationalen Vergleich. Und auf der anderen Seite beispielsweise Kosovo oder Albanien oder Bosnien. Ja. Ich habe es schon erwähnt, Arbeitskräfte fließen massiv ab nach Deutschland. Der polnische Steuerzahler zahlt für ihre Ausbildung und wenn sie ausgebildet sind, dann wandern sie ab und werden Pflegekräfte im Gesundheitssystem oder im Pflegebereich in Deutschland. Wie gleichen wir das Defizit aus? Wir gleichen das Defizit aus, indem wir Ukrainer importieren und indem wir inzwischen auch, weil selbst die Ukrainer nicht mehr reichen, weitergehen dann nach Indien, Bangladesch und so weiter. Kann man sagen, ist kein großes Problem, also ist vielleicht ein kulturelles Problem oder ein Problem für populistische Parteien oder aber das ist ja genau der Aspekt, den ich jetzt gar nicht berücksichtigen will, nämlich ist das jetzt gut oder schlecht für Polen oder sowas. Denn makroökonomisch ist die Sache geklärt, wir kriegen die Arbeitsplätze ersetzt sozusagen oder wir kriegen die Arbeitskräfte ersetzt, das ist wahrscheinlich besser ein Ausdruck. Das Problem ist, was machen Staaten damit wie Kosovo oder Albanien? Woher können die das ausgleichen und was passiert dann in den Ländern, aus denen sie sich sozusagen bedienen? Nicht? Und da sehe ich das Problem, dass die Tatsache, dass wir Migration auf diese Art und Weise erleichtert und gefördert haben in den letzten 20 Jahren, die aber nur sozusagen in eine Einbahnstraße ist, dass das zu gewaltigen Verwerfungen führt, und zwar zu Ungleichheiten zwischen den Staaten, aber auch zu Ungleichheiten innerhalb der Staaten, weil beispielsweise dann in Kosovo die Leute kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr haben, dass das zu gewaltigen Ungleichheiten an der Peripherie führt. Und das wird jetzt noch verstärkt, und daher kommt der etwas seltsame Titel meines Vortrags hier, das wird noch verstärkt durch zwei Dinge. Einen habe ich gar nicht vorausgesehen, als wir über den Titel geredet haben. Den anderen habe ich vorausgesehen, das ist die Überalterung. Wir importieren nicht nur Arbeitskräfte, wir importieren auch einen Ausgleich für unsere, also für die distributiven Systeme unserer Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, dass die Rentensysteme und und das Gesundheitssystem. Und das Zweite, was jetzt erst noch dazugekommen ist seit 2 Monaten, das ist der Krieg und die Tatsache, dass sehr viele Länder in der Peripherie, weil es logischerweise oder geografisch hat sich halt so ergeben, dass viele Länder in der Peripherie gleichzeitig an Russland grenzen oder an den Konflikt, an die Ukraine, ihre Verteidigungsbudgets
erhöhen und moderne Waffen kaufen. Und woher kommen die modernen Waffen? Die kommen wiederum aus dem Zentrum, wodurch sozusagen die Importe in der Handelsbilanz noch mehr ansteigen. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Faktoren, die diese unangenehmen oder für die Peripherie nachteiligen Entwicklungen dieser einseitigen Migration noch weiter verstärken. Nämlich die Rüstungsspirale, die wir jetzt haben, und die demografische Ungleichheit, weil wir meistens im Zentrum, nicht in allen Fällen, aber meistens im Zentrum halt Überalterung haben und in der Peripherie nicht. Jetzt ist die Frage, was hat das Ganze mit Kolonialismus zu tun? Damit komme ich auch schon dann zum Schluss. Ich habe Kollegen, die haben das verglichen beispielsweise mit dem Homeland-System in Südafrika, wo auch sozusagen an der Peripherie Arbeitskräfte-Reservoirs geschaffen werden, die dann sozusagen ins Zentrum wandern. Ja. Es gibt noch andere Vergleiche dazu. Ich muss allerdings sagen, abgesehen von dieser Ungleichheit zwischen dieser wachsenden Ungleichheit zwischen Zentrum und Peripherie, deshalb rede ich auch nur von Zentrum und Peripherie und nicht von Kolonialismus, sehe ich da, abgesehen, sagen wir mal so, von dem kulturellen Aspekt, der wahrscheinlich für sehr viele sehr wichtig ist, ja, also die Art und Weise, wie geht man mit diesen Migranten um, reden wir darüber und so weiter. Von der politischen und von der wirtschaftlichen Seite eigentlich keine Bezugspunkte zum Kolonialismus. Kolonialismus, also eines der Elemente, das dabei vollkommen fehlt, ist zum Beispiel das Element der Gewalt. Kolonialismus ist zustande gekommen, weil europäische Staaten, kann man sich auch wieder drüber streiten, waren das nur europäische Staaten, hat es das natürlich auch zum Beispiel innerhalb von Afrika gegeben, andere Länder unterworfen haben mit Gewalt. Haben dann ein zweigeteiltes Justizsystem eingerichtet. Also kann ich sagen, ob das in allen Fällen so war, aber in den Fällen, die ich kenne, also was weiß ich, belgischer Kolonialismus, deutscher Kolonialismus, war das immer so, dass die Einheimischen sich selber gerichtet haben sozusagen und die im gefallenen Einheimische und Europäer in Konflikt waren oder Europäer unter sich dann haben die europäischen Gerichte entschieden. Und die Urteile waren natürlich auch immer, es ist relativ objektiv, wenn die Europäer über sich selber geredet haben fürchterlich brutal, wenn ein Einheimischer darin verwickelt war. Also man kann sagen, es war ein aufgeteiltes Justizsystem, bei dem die beiden Gruppen, die Kolonisierten und die Kolonisatoren, nicht gleichen Rechte hatten. Das war jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Es gab keine freie Migration. Es gab Migration zum Teil, sogar gefördert, im Fall von Deutschland, nach das, was heute Namibia ist. Da gab es Subventionen und Anreize und so weiter, das hat nicht wirklich funktioniert, aber es gab keine Hindernisse. Umgekehrt, das, was wir jetzt sozusagen im Rahmen dieser mittelosteuropäischen Kolonialismus-Diskussion diskutieren, nämlich dass jemand aus der Peripherie ins Zentrum geht, das war eigentlich die absolute Ausnahme. Also es gab am Ende beispielsweise, wenn man jetzt mal für Deutschland nimmt, am Anfang des Ersten Weltkrieges, als Deutschland seine Kolonien de facto verloren hat, da gab es ungefähr 20.000 Deutsche in Namibia, aber es gab eine Handvoll Namibier in Deutschland, weil es eine ganz klare Rassengrenze gab, die dann ab 1905 auch durchgesetzt wurde rechtlich. Es gab keine Mischehen mehr, es gab keine Möglichkeit mehr einzureisen, es gab keine Möglichkeit mehr zu arbeiten und so weiter. Also da war eine totale Trennung, das genaue Gegenteil von dem, was wir heute in Europa haben. Wo die Leute direkt angesaugt werden. Also jetzt nicht mit Gewalt, sondern mit wirtschaftlichen Anreizen und finanziellen Anreizen. Was natürlich auch ein Riesenunterschied ist zum Binnenmarkt in der Europäischen Union, selbst zwischen den deutschen Kolonien und dem, soll man sagen, Mutterland, also dem Kontinent oder dem kontinentalen Deutschland, gab es nie Freiheit. Es gab im Gegenteil, es gab Protektionismus selbst gegenüber den Kolonien.
was beispielsweise zu den absurden Erscheinungen geführt hat, dass beispielsweise bei der Niederschlagung der Aufstände in Namibia damals die deutschen Soldaten ihre Waffen und ihre Munition verzollen mussten. Das ist jetzt eher ein absurdes und lächerliches Beispiel, aber unter anderem aufgrund der Tatsache, dass es diese Zollgrenze gab, war Kolonialismus auch nie vorteilhaft. Also es war eigentlich die ganze Zeit kurz der Entdeckung der Diamanten und der Kupferminen, war das immer ein Zuschussgeschäft. Bis es zu Ende war dann im Ersten Weltkrieg. In Belgien war es ein bisschen anders, allerdings nicht so dramatisch, wie in der Regel behauptet wird. Also da hat es schon Fälle gegeben, also wo sich das gelohnt hat für die Belgier. Aber es ist kaum vergleichbar mit dem, was heute stattfindet. Heute ist es wesentlich profitabler, kann man sagen, für das Zentrum, als es damals für die kolonialen Zentren war. Aber die anderen Elemente sind alle weg. Und von daher halte ich das Anwenden des Kolonialismusbegriffs auf die Verhältnisse zwischen Zentrum und Peripherie in Europa eigentlich für, sagt man auf Deutsch, eine Karte herbeigezogen. Danke. Ja, herzlichen Dank, Klaus. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Wir haben uns entschieden, die beide Referate zusammenzunehmen und dann eine Diskussion zu führen. Und dann werden wir sich auch noch genauer probieren, was da eigentlich Zentrum der Geografie ist. Denn darüber kann man auch, das kann man auch noch weiter differenzieren, natürlich. Aber wenn es nur Verständnisfragen gibt, dann seid ihr frei. Ich hatte eine Verständnisfrage. Du hast gesagt, ja, Überalterung ist ein Zentrum und dann werden die Arbeitskräfte aus der Peripherie geholt. Aber man kann doch auch sagen, in der Peripherie, in der Bulgarien, das Flachland Bulgarien, da hat man 25% weniger Leute leben da jetzt als vor 10 Jahren. Die jungen Leute ziehen ab und die Alten bleiben. Und da sieht man doch auch eine Überalterung, weil die jungen Leute abziehen. So ist Überalterung nicht gerade ein Problem für die Peripherie in diesem Sinne. Doch, für einen Teil schon ist es richtig. Also, ich habe das hauptsächlich jetzt auf das Beispiel mit Balkan bezogen, aber kannst du ja dann sagen, ob ich da richtig liege. Aber es stimmt natürlich, also beispielsweise in Ungarn ist die Überalterung fast genauso wie in Deutschland. Das ist richtig. Deshalb machen wir auch diesen Reimport dann aus Fernost. Weil wir das gleiche Problem haben mit der Versorgung von älteren Leuten zum Beispiel. Ja. Okay, dann werden wir jetzt zum Balkan übergehen. Nikolaus Moll. Auch so eine internationale Karriere. Ja. Geschichte der Kommunistik und Politikwissenschaft studiert in Freiburg, in Genf, in Aix-en-Provence, promoviert in Freiburg, aber dann auch eben Leiter, ein DAD-Lektor in Paris, dann auch noch wieder in Berlin bei der Deutschen Französischen Jugendwerk, Leiter von der Abteilung der interkulturellen Pädagogik, dann wiederum in Sarajevo, dann am Margot-Institut. Und jetzt beim Memory Lab. Du willst dann jetzt die Frage stellen oder beantworten oder diskutieren, was eigentlich die deutsch-französische Ideen für die Verhältnisse im Balkan. Ja, vielen Dank. Hallo, bevor ich auf das Thema selbst, dann wollte ich die ersten paar Minuten noch nehmen, um auf das zurückzukommen, was wir gestern auch gesprochen haben, aber auch keine Sorge, auch mit Deutsch-Französisch und dem Balkan zu tun. Aber sozusagen ein kleiner Exkurs und dann komme ich gerne dazu. Und zwar, um ein Projekt vorzustellen, was thematisiert, was ich gestern angesprochen hatte, als ich über die Haltung Europas in Bezug auf den Bosnienkrieg gesprochen hatte, wo ich erwähnt hatte, dass es ja parallel zu dieser Neutralität oder Passivität der Regierungen
eine sehr große Mobilisierung der Zivilgesellschaft in Europa gab, um die Bosnien-Herzegowina und Bürger und Bürgerinnen zu unterstützen. Was ein kaum bekanntes Thema ist. Und dazu wollte ich kurz ein Projekt eben erwähnen, weil es auch mit deutsch-französischer Unterstützung zustande gekommen ist. Und zwar ist das eine Ausstellung des Historischen Museums in Bosnien-Herzegowina. Also das heißt mit dem Titel Wake Up Europe. Das war ein Schlagwort aus dem Krieg, aus dem belagerten Sarajevo, eben ein Appell an die Außenwelt, wacht auf, kommt raus aus eurer Lethargie, unterstützt uns, Neutralität hilft nur dem Angreifer und so weiter und so fort. Und da das ein relativ wenig bekanntes Thema ist, auch innerhalb von Bosnien-Herzegowina, hat das Historische Museum, wo ich dann mitgearbeitet habe, den Vorschlag erarbeitet, dazu eben eine Ausstellung zu machen. Und dann ging es um die Finanzierung und dann sind wir an das Französische Institut, ans Goethe-Institut in Sarajevo angetreten und haben das vorgestellt und die haben gesagt, das wäre auch eine gute Idee für den Deutsch-Französischen Kulturfonds. Und dann wurde das auch akzeptiert. Und wir haben von vornherein gesagt, das ist aber kein deutsch-französisches Thema. Wir werden über Europa sprechen, also Beispiel natürlich auch aus Deutschland und Frankreich, aber eben auch aus den Niederlanden, aus Polen, Tschechische Republik, sonst wo. Aber das war sofort zugesagt. Und wir haben auch gesagt, das Thema ist nicht so gemütlich für die Regierungen, weil, wie gesagt, die zivilgesellschaftlichen Akteure waren ja extrem kritisch gegenüber den eigenen Regierungen, war auch kein Problem. Also insofern, das war wirklich eine sehr großzügige Unterstützung. Ich lasse das nicht im Katalog, aber ein kleines Präsentationsheft. Ich lasse das mal bei uns. Und dann, das ist auch tatsächlich, jetzt war es gerade auch, das war letztes Jahr 2 Monate eben in Sarajevo. Und jetzt ist dann mit der Unterstützung vom Goethe-Institut Sarajevo und der Heinrich-Böll-Stiftung war es 4 Wochen in Berlin. Und dann soll es bald mit der Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks nach Straßburg gehen. Also wann genau ist noch nicht klar. Und dann sind auch weitere Etappen vorgesehen. Also insofern, denke ich, ist auch ein schönes Beispiel, wo sozusagen ein Projekt, was schon am Anfang deutsch-französischer Unterstützung stattgefunden hat, dann auch weiterlebt mit weiterer, weil das deutsch-französische Jugendwerk an einem Ursprungsprojekt jetzt nicht beteiligt, aber jetzt bei dieser Ausstellung in Straßburg, dass wir das sozusagen dann finanziell unterstützen. Und dann dazu ist noch parallel ein Projekt entstanden, das zeigt man auf Internet. Und das ist entstanden mit Hilfe des Hilfsfonds, Pandemie-Hilfsfonds des Auswärtigen Amts und des Goethe-Instituts. Also das war sozusagen parallel zu der Ausstellung eine digitale Plattform mit demselben Titel, wo wir also auch vom Historischen Museum in Bosnien-Herzegowina produziert, wo wir sozusagen 100 Geschichten der Solidarität aus verschiedenen europäischen Ländern dann eben ausgewählt haben und die dann eben jeweils mit dem Prinzip ein Foto, eine Geschichte, also man kann sozusagen dann auf jeweils ein Bild, das ist so ein Kaleidoskop und dann klickt man dann drauf und dann wird eben nähere Informationen dazu gegeben. Und weil das war die Idee eben auch komplementär zu der Ausstellung eben auch eine digitale Plattform zu haben, die erlaubt, dieses Thema auch virtuell eben stärker wandern zu lassen. Und hier auch, um noch mal kurz das zu erläutern, also wir haben dann eben verschiedene Formen unterschieden, auch eben man kann sozusagen nach den Orten suchen, wenn wir schon jetzt in Amsterdam sind. Klicken wir mal, was gibt es denn hier in Amsterdam zum Beispiel. Hier dann Filter. Hopp. So. Und dann haben wir hier jetzt 4 Beispiele, die mit Amsterdam zu tun haben. Hier zum Beispiel den Brief von den Tagebucheinträge von einem Pazifisten aus Amsterdam, der an so einem Friedensmarsch 1993 nach Sarajevo teilgenommen hat. Und diese Geschichte ein bisschen erzählt. Ich glaube, warum ich das jetzt nochmal erzähle, einerseits, weil es zeigt eben, wie auch dann eben deutsch-französische Unterstützung für ein Projekt gegeben wurde, was über Deutschland-Frankreich hinausgeht. Und gleichzeitig, was natürlich das Thema Solidarität, als wir das letztes Jahr lanciert haben, gut, Solidarität ist natürlich immer ein Thema, aber jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist das natürlich nochmal besonders von einer besonderen Aktualität. Und das Historische Museum hat dann auch sozusagen das Vorwort zu dieser Plattform geschrieben,
ja, dass das vielleicht auch eben zur Reflexion anregen kann, welche Form der Solidarität kann man jetzt zeigen. Ja. In dem, nochmal vor dem Hintergrund, dass das hier 3,5 Jahre gedauert hat und dass wir jetzt im Ukraine-Krieg auf Tag 78 sind. Gut, das war sozusagen nur noch ein kleiner Hinweis auf dieses Projekt. Das war sozusagen der Werbeblock vor jetzt einigen Präsentationen. Aber was natürlich auch mit Deutschland zu tun hat, und natürlich könnte man auch direkt, wenn man jetzt morgen zur Kolonialfrage stellen wird, will, der Begriff Solidarität ist natürlich auch im Ukraine-Krieg zu einem Modewort gewesen, der ganz beliebig verwandt wird. Natürlich kann man ketzerisch auch die Frage stellen, wann wird Solidarität kolonialistisch? Weil das ist natürlich tatsächlich auch eine Frage. Also Solidarität ist zwar vom Prinzip, hat ja im Unterschied zu Mitleid oder Hilfe, hat ja die Idee doch einer Wechselseitigkeit oder einer Augenhöhe etwas. Aber heute wird ja unter dem Begriff Solidarität tatsächlich alles funktioniert. Und manchmal stellt sich ja die Frage, was ist da wirklich solidarisch oder nicht. Und für jeden, der in solchen Solidaritätsaktionen tätig ist, stellt sich ja dann auch auf die Frage, also wie verhält man sich gegenüber dem, wenn man Solidarität zeigt, also wie paternalistisch oder nicht paternalistisch. So, damit komme ich jetzt tatsächlich, aber das hat natürlich auch mit dem Thema zu tun, der deutsch-französischen Ideen auf dem Balkan. Also die Frage ist ein bisschen, was waren Entwicklungen, die deutsch-französische Akteure zusammen in den letzten 30 Jahren im ehemaligen Jugoslawien veranlasst durchgeführt haben. Und ich finde es einerseits ein bisschen aus Blickwinkel des Historikers, aber auch des Praktikers erzählen, weil ich selbst ja als Deutsch-Franzose und als jemand, der für das deutsch-französische Jugendprojekt gearbeitet hat und anders dann natürlich da auch in dieses Feld selber involviert bin. Also insofern erzähle ich jetzt nicht nur aus der Perspektive des Nichtbeteiligten, sondern des direkt Beteiligten, also auch des Akteurs. Kurz die historische Perspektive, ich habe es gestern erwähnt, 91, 92, also das Jugoslawien-Krise und Krieg ist ja eher im Moment der deutsch-französischen Krise und keine Glanzstunde, also nicht, wo Deutschland und Frankreich dann eben die Führung gezeigt hätten oder ähnliches. Also im Gegenteil, das war eher ein Moment der Entfremdung. Es gab zwar während des Kriegs, wenn sich jemand noch erinnert, einen Juppé-Kinkel-Plan, ein Friedensplan im Jahr im November 1993 für Bosnien-Herzegowina. Aber das war einer von gefühlten 760 Friedensplänen in dieser Zeit, der natürlich auch nicht zu nichts geführt hat. Insofern kann man den getrost auch wieder vergessen. Aber es war schon sozusagen ein Versuch, nach dieser Krise zumindest zu zeigen, okay, wir können wieder zusammen was tun, auch auf dem Balkan. Und nach dem Krieg und dann auch nach dem Kosovo-Krieg hat Deutschland und Frankreich zusammen nicht viel, also wirklich keine wirklich gemeinsame Politik, Außenpolitik gemacht, aber es gab auch ein Feld, wo Deutschland und Frankreich relativ aktiv wurden. Und es war im weitesten Sinne kulturpolitisch, zivilgesellschaftspolitisch. Das war vor allem verbunden mit dem deutsch-französischen Gipfel in Mainz 2000. Joachim erwähnt es ja, dass die Gipfel als eine Form, als ein Tool der deutsch-französischen Kulturarbeit, die dann ja oft auch mit Projekten verbunden war. Und dieser Gipfel in Mainz war dann explizit mit der Idee verbunden, Deutschland sollte sich zusammen im ehemaligen Jugoslawien engagieren auf mehreren Ebenen. Der erste Punkt, der genannt war, war Jugendaustausch. Also gesagt wurde, das deutsch-französische Jugendwerk soll sich doch bitte engagieren auf ehemaligen Jugoslawien und da verschiedene Projekte machen mit Partnern, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Bosnien-Herzegowina und anderen Ländern. Und das war sozusagen ein Startpunkt, wo dann verschiedenes lanciert wurde. Und das war auch dann zufällig der Punkt, wo ich gerade beim deutsch-französischen Jugendwerk angefangen habe zu arbeiten in Berlin. Und ich kann mich da noch gut erinnern, wie der Südosteuropa-Beauftragte, also das deutsch-französische Jugendwerk, hat dann jemanden beauftragt, sich um dieses Thema zu kümmern, der Frank Moravitz. Der kam dann zu mir ins Büro, ich war zuständig für überkulturelle Trainings und hat mir dann gesagt, also wir müssen jetzt was machen und vor allem mit deutschen und französischen Organisationen, damit die ein bisschen da vertraut werden, um da eine Studienreise erstmal zu machen in den Kosovo, damit die dann ein bisschen sehen, wie es da vor Ort zugeht. Und für mich, der mit dem Balkan überhaupt nichts zu tun hatte, vorher hat mich null interessiert, war auch tatsächlich die erste Reaktion und vielleicht war das auch ein Vorteil,
dass ich sofort gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Also insofern, und die meisten unserer Partner haben genauso wenig Ahnung. Also das heißt, wenn wir da was machen wollen, dann können wir dann nicht mehr der Fahne gehen, juhu, wir haben die deutsch-französische Versöhnung, wir zeigen euch, wie jetzt das mal geht, sondern wir müssen da mit einer Zurückhaltung, einer gewissen Wehmut hin und erstmal selber kapieren, was da überhaupt los ist. Ja. Und ich glaube, tatsächlich war das eine Chance, vielleicht wenn ich seit 20 Jahren im Balkan, wäre ich da etwas arroganter aufgetreten, aber dadurch, dass ich selber bewusst wäre, ich habe wirklich null Ahnung, war das vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt. Und tatsächlich war dann auch der Diskurs mit Frank und ich und anderen in dieser Südostrop-Initiative bei Seminaren ganz konkret hatten, war immer, wir wollen voneinander lernen, miteinander Dinge entwickeln. Ja. Und das war vielleicht auch eine Reaktion darauf, dass dieses Verhältnis natürlich völlig asymmetrisch war. Denn es war ein deutsch-französisch-bosnisches Seminar, ein deutsch-französisch-kosovarisches Seminar. Das heißt, immer der deutsch-französische Partner hatte schon quantitativ Übergewicht. Ja, 10 Teilnehmer aus Frankreich, 10 aus Deutschland, 10 aus Bosnien. Und das Geld kam nur aus Deutschland-Frankreich, das ist nur für deutsche und französische Organisationen aus administrativen Gründen. Das heißt, es war eine Asymmetrie da von Anfang an. Und natürlich für uns dann als Organisatoren war eine der Herausforderungen, wie die Asymmetrie kann man nicht abschaffen, aber wie sie ein bisschen reduzieren oder wie sie nicht überbetonen. Und eines der Mittel war natürlich auch, das Wort Modell zu vermeiden, weil Modell natürlich so etwas Hierarchisches, das gibt das Gute auf der einen Seite und das muss man jetzt irgendwie kopieren und anderes reflektiert. Und natürlich Modell hört sich immer so sakral an, also da ist sowas Heiliges und so weiter. Und deswegen von vornherein haben wir gesagt, das Wort Modell benutzen wir nicht, sondern wir sprechen dann entweder von Erfahrung oder Beispiel oder ein Lernfeld, also ein mögliches Lernfeld unter anderem. In Afrika ist auch ein mögliches Lernfeld, aber gut, wir kommen aus Deutschland und Frankreich, deswegen sprechen wir zwei darüber. Und das heißt, das war von Anfang an tatsächlich auch ein Satz, und dann eben so dieser Standardsatz, ja, das ist kein Modell, sondern ein Beispiel und so weiter und so fort, den wir dann seitdem immer wieder dann innerhalb des D4Ps auch an der Tour fahren. Und jetzt stelle ich die Frage, jetzt komme ich zum letzten Punkt, auch um das ganz konkret zu machen, also mit Unterstützung des Auswärtigen Amts und des französischen Außenministeriums, die seit jetzt 30 Jahren, nee, 20, seit, ja, seit 2000, seit 22 Jahren, jedes Jahr ein Budget von über 250.000 Euro im D4P geben, gab es also ganz viele solche Seminare. Es gab auch andere Aktionen, aber das, was vielleicht am signifikantesten und interessantesten war auch für unsere Diskussion, war und auch die Frage, also was ist transferierbar von deutsch-französischen Erfahrungen, war dann im Jahr 2014 die Frage der Gründung eines Balkan-Jugendwerkes. Ja, und das ist ja der Text, den ich in dem Buch von Claire und Nicole dazu veröffentlicht. Ich habe also so eine Fallstudie zur ganz konkreten Frage der Transferierbarkeit. Weil, was man erkennt, also es gibt einen deutsch-französischen Diskurs, den Balkan immer wieder von deutschen und französischen Botschaften, die treten oft am 22. Januar gemeinsam auf und dann sagen sie, genau, was sollte man tun, so soll es sein, das ist schön. Also der Diskurs ist ja da, aber die Frage ist, was ist wirklich konkret transferierbar? Und vieles wird ja dann diskutiert oder wird aber nie unbedingt in die Tat umgesetzt. Und hier geht es aber um was wirklich ganz Konkretes. Also im Jahr 2014 entstand die Idee von einem Balkan-Jugendwerk. Ja, das war im Rahmen des Berlin-Prozesses, also den Angela Merkel angeleitet hatte. Das heißt, die Westbalkanstaaten, die noch nicht zur EU gehören, das war so eine Art Trostpflaster für die immer wieder verschobene EU-Integration. Man sollte regionale Kooperationen fördern mit Unterstützung der EU und da soll man konkrete Projekte anbieten. Bis heute ist jetzt nicht so ganz klar, also aber eines der ersten Projekte, was dann angesprochen hat, auf dieser ersten Berliner Konferenz, war ein Balkan-Jugendwerk. Also es ist nicht ganz klar, ob Angela Merkel das dem Alexander Vučić und dem Edin Rama gesteckt hat oder ob die selber auf die Idee gekommen sind. Aber Tatsache war, die Idee stand plötzlich da, Balkan-Jugendwerk. Ja. Und natürlich mit der Referenz deutsch-französisches Jugendwerk. Und dann wird es wirklich interessant, weil es hätte da bleiben können und ausahmen, aber tatsächlich wurde das dann konkret, weil dann auch tatsächlich die serbische Regierung und die albanische Regierung, die da ein bisschen federführend waren, dann das deutsch-französische Jugendwerk gebeten haben, nach Belgrad und nach Pristina zu kommen, die Generalsekretärin Frank Horowitz, um halt zu diskutieren, was ist da machbar, wie könnte das deutsch-französische Jugendwerk konkret dazu beisteuern, helfen, um so ein Jugendwerk aufzubauen. Und da fand diese Reise dann statt. 2014 und dann wurde tatsächlich beschlossen, so eine Arbeitsgruppe zu bilden,
mit Vertretern der 6 Regierungen aus dem Balkan und 6 Jugendorganisationen, die sich dann treffen sollen. Und das DFB soll ein Moderations-Koordinationsteam bilden, um diese Arbeit zu unterstützen und zu begleiten. Und in diesem Team war ich dann auch dabei. Und das war natürlich wirklich extrem spannend, weil das jetzt wird wirklich sehr konkret. Also über Transfergelder zu schreiben, ist das eine. Das umzusetzen und zu sehen, wie weit man seinen eigenen Ansprüchen gerecht oder nicht gerecht wird, ist dann was anderes. Und das war insofern für uns natürlich auch nochmal die Frage, wie treten wir auf als Moderationsteam? Also das war der Frank Borowitz, dann noch ein Kollege aus Mazedonien, der ganz viel mit Deutschland zusammenarbeitet und ich. Und für uns war dann auch von Anfang an klar, dass wir sagen, okay, also wir sind da zu moderieren, zu begleiten, aber die Entscheidung für wirklich die Arbeitsgruppe, ja, welche Regierung dahinter steht. Also, und für uns war auch klar zu sagen, also deutsch-französisch ein Angebot, ja, aber wir wollten auch nicht jetzt alles auf deutsch-französisch produzieren. Ganz konkretes Beispiel, das erste Arbeitsheft dieser Gruppe fand in Berlin statt, also 12 Männer und Frauen, das sind 6 Länder, plus 4 3. Und da war natürlich, was machen wir da? Und dann haben wir uns gesagt, okay, vielleicht ist ganz gut, dass wir zuerst verschiedene Modelle, Beispiele präsentieren, aber eben nicht, weil es deutsch-französisch Jugendwerk, dann haben wir auch mit jemandem vom deutsch-polnischen Jugendwerk gesprochen, mit jemandem vom Tandem, deutsch-tschechische Koordinierung, mit dem Office Franco-Québécois und dem Baltic Youth Sekretariat, was so eine Multilaterale ist. Also das heißt, die Idee war sozusagen, ihr kriegt Food for Thought, ja, und dann guckt ihr aber selber, was ihr da ausnehmen wollt. Ja. Das war sozusagen eine Etappe, um auch zu vermeiden, dass alles nur aus Deutsch-Französisch, weil natürlich bei jedem klar, den Beteiligten auch, dass es hier nicht um Copy-Paste gehen kann, schon weil Deutsch-Französisch Jugendwerk bilateral und hier ein multilaterales Jugendwerk mit 6 Ländern. Ja. Also, und insofern war das dann eben so eine Prozess, wo wir natürlich auch immer wieder die Frage uns als Moderator gestellt haben, wie stark greifen wir ein oder nicht. Manchmal wurden wir auch dann direkt gefragt, was denkt ihr darüber? Ja? Und wir haben unsere Meinung gesagt und es war dann aber immer wieder auch so eine Gratwanderung, wo man sagt, okay, vielleicht entscheiden die jetzt was ich selber nicht so toll finde, aber gut, das ist ihre Entscheidung. Ja? Aber es war eigentlich ein sehr vertrauensvoller Dialog, also insofern mit noch sehr positiven Erfahrungen verbunden. Vielleicht dann kurz noch zum Abschluss zu sehen, wie auch so ein bisschen von den Kollegen und Kolleginnen aus diesem Arbeitsteam aus den 6 Westbalkanländern, die ich dann auch für diesen Artikel interviewt habe, nochmal gefragt habe, also was für euch stellt euch das Deutsch-Französische da in diesem Prozess? Und die haben dann schon gesagt, also auch die Tatsache, dass es das deutsch-französische Jugendwerk gibt, war für sie erstmal einfach nur ein Startpunkt. Ja, weil zunächst Balkan-Jugendwerk, wie soll das aussehen, ist ja völlig abstrakt. Die Tatsache sozusagen, man hat das deutsch-französische Jugendwerk oder das deutsch-polnische Jugendwerk, zeigt erstens, dass sowas möglich ist, also es ist möglich, sowas auf die Beine zu stellen. Und zweitens, es gibt erstmal eine konkrete Idee, wie sowas aussehen könnte. Ja. Und dann haben wir die Kollegen gesagt, genau, also wir haben gesehen und dann haben wir uns wie aus einem Steinbruch daraus bedient. Wir nehmen das, was wir interessant finden für uns und lassen das weg, was nicht interessant ist für uns und passen das an unseren spezifischen Kontext an. Ja. Und haben dann tatsächlich auch was erarbeitet, was teilweise dann, würde ich sagen, auch progressiver ist als das deutsch-französische Jugendwerk. Also zum Beispiel der Verwaltungsrat, der ja im deutsch-französischen Jugendwerk extrem dominiert ist von den Regierungen. Wo es zwar, da gibt es inzwischen noch ein paar Jugendvertreter, aber diese haben nur eine Minderheit. Also der Verwaltungsrat von diesem Balkan-Jugendwerk ist paritätisch besetzt, also 6 Regierungsvertreter und 6 Jugendvertreter, also mit derselben Stimmenanzahl. Also insofern denke ich hier auch, dass es sozusagen geht, könnte das sozusagen auch eine Vorbildfunktion sein, umgekehrt, um zu zeigen, eben, dass es möglich ist, dass Regierungsvertreter und Jugendvertreter auf Augenhöhe diskutieren sollen. Ja, vielleicht als letzter Punkt noch, ich glaube, was uns dann immer wichtig war, von Anfang an, auch als wir diese Südostgruppe-Initiative lanciert haben, war die Idee vermeiden der Einbahnstraße, also, sondern dass das ein wechselseitiger Prozess ist, von dem
hoffentlich alle profitieren, also wo jeder was lernt oder der für alle frustrierend ist, aber natürlich auch wieder konstruktiv, also produktiv wird. Und ich will es vielleicht gerade noch an zwei Beispielen klar machen. Also für mich, der in den 60er Jahren geboren ist als Deutschfranzose, also deutscher Vater, französische Mutter, Deutschlehrerin, deutscher Vater, Französischlehrer, der also wirklich in, und dann mit diesem Deutsch-Französischen sehr harmonisch aufgewachsen ist. Wir haben auch keine Dramen in unserer Familiengeschichte. Also insofern wirklich für mich bei Versöhnung das Selbstverständlichste, mit dem ich groß geworden bin. Ich habe dann darüber gearbeitet, auch im Studium und so weiter. Aber es blieb etwas Selbstverständliches. Und diese Selbstverständlichkeit wurde erst durch meinen allerersten Besuch im Balkan, im Kosovo, zwei Jahre nach dem Krieg, in Frage gestellt, wo ich plötzlich gemerkt habe, hoppla, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Also wie man nach dem Krieg etwas aufbaut, passiert nicht von alleine, ist nicht selbstverständlich, ist ein extrem schwieriger Prozess, man braucht Akteure, hört sich völlig banal an, aber wenn man in so einer Selbstverständlichkeit drin ist, muss man das mal in Frage stellen. Und dann habe ich zuerst mal auch angefangen zu hinterfragen, also wie ist es dann tatsächlich zum Deutschland-Verbindungsprozess gekommen? Also wer waren die beteiligten Akteure, was waren die Widerstände, was waren und weiter? Und zum Beispiel auch noch ein persönliches Beispiel zu nennen. Es war zum ersten Mal, dass ich meine Eltern gefragt habe, nach meinen ersten Balkanreisen, sag mal, wie war es eigentlich mit euch in den 50er Jahren, als ihr euch getroffen habt? Also, wie haben eure Familien reagiert? Also meine Mutter hat eure Familie, dass du da einen Deutschen mit angebracht hast und so weiter. Weil das für mich vorher kein Thema war. Ja, wie gesagt, weil nochmal ich in dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen bin. Und ich denke, diese Konfrontation dann eben mit dem unmittelbaren Krieg und der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte hat dann auch für mich und ich denke auch für viele andere Deutsch-Franzosen dazu beigetragen, eigene Selbstverständlichkeit wieder in Frage zu stellen. Und ich denke, das wollte das nur noch am Schluss nennen, um nochmal die Wichtigkeit, wie sehr ich glaube, es wichtig ist, zu betonen, die Beidseitigkeit des Prozesses, also wo jeder davon profitieren kann und was dann vielleicht auch eine Dimension ist, um zu vermeiden, dass es eben zu einer Art kolonialistischer Exportpraxis von einer Erfahrung in eine andere Richtung geht. Ja, herzlichen Dank. Das ist eine sehr informative Auseinandersetzung und die wirklich sehr schön unter Beispiel genannt hast. Wir können jetzt in die Diskussion einsteigen. Ich möchte am Anfang selber zwei Fragen an euch. Der erste hat sich schon mehr oder weniger schon Sentiment für die ich das so angehört habe, ist das eigentlich schon national gedacht. Und dann ist das, sind die osteuropäischen Länder Periphrie und wurde noch weiter in Afrika oder wo auch immer. Die Grenzen geschieden dann, aber man könnte auch sagen, Periphery-Zentrum muss man eher als Großstädte, Metropole und das flache Land sehen, wenn man sich Frankreich anschaut, wo eigentlich kaum noch jemand im Weg ist. Was wird dann in Zukunft sein, auch in Europa, dann der Arbeitsmigration. Was mir dabei aufgefallen ist das auch du, das auch und eine Wirtschaftsperspektive behandelt. Früher hat mal jemand gesagt, wer das war, wir wollten Arbeitskräfte und die Bekannten. Schweizer, das ist ja. Ja, aber in Deutschland ist es gerade. Und hier sind natürlich auch Fragen, wenn man sich die Pläne der Europäischen Kommission vorstellt, das ist auch alles nur eigentlich wirtschaftlich. Wir brauchen die Leute, wir brauchen die Arbeitskräfte, aber die nationale Infrastruktur, die Häuser, die Krankenhäuser, die Schulen und so weiter, werden ja überhaupt nicht mitgedacht. So, wer sind die Gewinner und die Verlierer? Und das ist auch nicht nur ein Zentrum Periphery, aber auch innerhalb des Zentrums, innerhalb der Periphery gibt es dann auch noch die Gewinner und Verlierer, könnte man vielleicht sagen. Aber, und finde ich mir klar,
ja, das waren sehr tolle Beispiele. Und natürlich, die deutsch-französische Versöhnung oder Zusammenarbeit kann man nicht als Modell sehen. Aber irgendwie gibt es auch schon etwas wie, die deutsch-französische Zusammenarbeit oder die Art und Weise, wie man zusammen versucht, Dialog zu führen, ist auch ein Politikstil, die nicht nur deutsch-französisch ist, aber auch europäisch, von einem Zivilstaat auf Dialog orientiert, viel Zivilgesellschaft und so weiter. So eine Art von eine neue Art und Weise, eigentlich nur mit Softpower miteinander umzugehen und zu Beständigung zu kommen. Und dieser Politikstil wurde natürlich nach dem Fall der Berliner Mauer wurde auch versucht, dann auf die Länder in Mittel- und Osteuropa zu übertragen. Und jetzt ist es um viele Leute die Idee, dass irgendwie Europa und das deutsch-französische Vorbild dann da irgendwie nicht darin gelungen ist, dieses Politikspiel zu übertragen. Die Regierung in Polen hat eine ganz andere Stil oder auch in Ungarn und so weiter. Die Beispiele, die du jetzt nennst, die sind natürlich eher auf Jugendgeld und Zivilgesellschaft orientiert. Hast du die Idee, dass eigentlich dieser Versuch, eine neue Politikspiel zu übertragen, dass das fehlgeschlagen hat? Oder ist in diese Projekte, sieht man, vielleicht noch nicht auf Regierungsniveau, aber zumindest in der Gesellschaft, irgendwie neue Tendenzen, dass man doch sagen kann, dass das ein Erfolg ist? Weil auch die Rückkopplung nach Deutschland und Frankreich, aber auch in Russland, ist auch wichtig, weil das wiederum die Akzeptanz von dieser Art von Initiativen und das Weitermachen, das würde das stärken. Sonst würde man oft bei Großstädten, das bringt sowieso nichts, dann problematisiert das auch. Jetzt war es. Ja, also natürlich ist diese Spannung, die ich gerade von der Sendung da beschrieben habe, nicht die einzige Asymmetrie auftreten, klar. Aber was mich natürlich interessiert hat, in erster Linie war, inwieweit die Europäische Union dabei eine Rolle spielt. Was du jetzt auch angeführt hast, ist tatsächlich ein großes Problem, aber ich würde das Globalisierung nennen. Das ist jetzt nichts, was ich habe. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, vielleicht mit jemandem eine Möglichkeit. Mir fällt jetzt keine ein, wie man die Spuren nutzen kann. Also anders als die Globalisierung hat auch schon stattgefunden, bevor die Europäische Union gegründet wurde oder Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Sie finden auch jetzt statt, aber sie finden statt in der Regel. Also, ja, okay, aber beschleunigt die europäische Politik, das klingt ganz interessant. Ich würde mal sagen, der größte Teil findet statt innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten, beziehungsweise innerhalb der einzelnen Nationalstaaten, sagt es so, weil es gibt ja auch Länder, die nicht der Europäischen Union sind, das ist ja auch Globalisierung. wahrscheinlich dramatisch die Globalisierung in Afrika. Nicht nur so Leute massiv abziehen und dann islamistische große Städte bevölkern. Die Europäische Union im Bereich der Niederlassungsfreiheit, würde ich sagen, trägt dazu bei oder kann das unter Umständen verstärken. Die Grenze überschreitende Bereiche, also beispielsweise, wenn
mein Kollege aus Stettin, die fast alle Stettiner, wenn sie ins Ausland fliegen, über die Grenze fährt nach Berlin und dort aus abfliegt. Ja, oder beispielsweise Leute dann nach Berlin zur Arbeit fahren oder auf der anderen Seite der Grenze wohnen. Was. Und dann, da sehe ich dann einen gewissen Zusammenhang. Aber ich vermute mal, dass der größte Teil der Urbanisierung oder der Landflucht in Brandenburg, der kommt aus Brandenburg, nicht direkt aus Polen. Also von daher, ja, aber ist nicht so stark. Stärker ist es dann, und das, damit haben wir tatsächlich zu tun, dann, aber das ist auch wieder eine Frage der nationalen Politik, die eigentlich wenig Kompetenzen hat. Ich mache dann ein Beispiel, das fällt mir jetzt einfach, weil wenn jemand aus dem ukrainisch-polnischen Grenzland beispielsweise, ja, von der Wahl steht, gehe ich jetzt nach Warschau oder gehe ich nach München. Und dann haben wir inzwischen eine Situation, dass es sich für ihn mehr lohnt, nach München zu gehen, weil er für das Einkommen, das er in München erzielen kann, leichter, das klingt jetzt für Deutsche wahrscheinlich total abstrus, ja, aber es ist so, leichter eine Wohnung findet, weil das einen kleineren Teil seines Einkommens ausmacht, als wenn er das gleich in Warschau macht. Aber da können wir dann wieder drüber reden, inwieweit die Europäische Union Einfluss auf die Immobilienpreise und Mietpreise in Deutschland hat, also, ja, das, oder in Polen, auch in Polen hat. Ich würde sagen, das ist dann doch mehr nationale Politik. Also zu der Frage mal deutsch-französischer, also inwieweit diese deutsch-französische Geschichte, die deutsch-französische Kooperation dann so einen Vorbildcharakter hat. Ich glaube, ja, also viele Menschen, die wissen, was dann über deutsch-französische Beziehungen wissen, sind wirklich voller Bewunderung und wie eng diese Verpflichtungen sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn ich es jetzt aber aus der Perspektive von uns Deutsch-Franzosen sehe, also wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen aus Südosteuropa zusammenarbeiten, ist, glaube ich, wirklich zweierlei wichtig. Das Erste ist, sich bewusst zu sein, dass vieles da unten passiert ist und passiert völlig unabhängig vom Deutsch-Französischen. Ich gebe ein Beispiel. 2007, 2008 hatte die französische Botschaft in Bosnien und dann in Mazedonien zusammen mit den deutschen Kollegen eine Vorstellung des deutsch-französischen Geschichtsbuches gemacht. Also nach dem Motto, hier ein tolles Beispiel eben für Zusammenarbeit, Kooperation und so weiter und wurden dann bosnische und mazedonische Geschichtslehrer eingeladen. Ja, und die gut, einerseits war dann natürlich eine Reaktion war zu sagen, okay, ihr präsentiert ein Buch, was schon eine Synthese, also da werden darstellt von Geschichtsnarrativen, während wir noch nicht mal im Dialog sind über Geschichtsnarrative, also ist das ein bisschen früh, aber vor allem, ich glaube, haben manche der Organisatoren dieser Veranstaltung gar nicht gewusst, dass es in Südosteuropa schon ein ähnliches Projekt gab, was 5 Jahre vorher gestartet wurde, noch bevor dieses Geschichtsbuch überhaupt lanciert wurde, also so, wo Geschichtslehrer aus der ganzen Region zusammengearbeitet haben. Also das heißt, die haben nicht auf das Deutsch-Französische gewartet, um Initiative zu zeigen und so weiter. Also ich glaube, und das ist manchmal ein bisschen die Gefahr, wenn man sich dann darauf besteht, dass man dann übersieht, was dann an tollen Initiativen bereits passiert ist. Und dann zweitens, ich bin auch immer natürlich, wenn ich mit Seminaren über das Deutsch-Französische spreche, denke ich, ist für mich auch eine Gratwanderung, was hebe ich hervor? Weil natürlich, ich denke, persönlich denke ich auch, die deutsch-französische Transformationsgeschichte ist absolut sensationell. Ich meine, das ist wirklich eine der erstaunlichsten historischen Leistungen der letzten 200 Jahre generell in Europa, also wie sich das gewandelt hat, dieses Verhältnis. Aber ich denke, als Deutsch-Franzose, und es macht auch Mut, also ich denke, eine der Reaktionen aus vielen Seminaren in Südosteuropa ist, dass Leute nur, wenn sie sehen, also wie sich das gewandelt hat, dass das einfach nur ein Aha, auch das, also wenn es Deutsche und Franzosen geschafft haben, trotz dieser furchtbaren Vergangenheit, dann können wir das auch schaffen. Also einfach das nur so als generelle Motivation. Und das andere ist aber, glaube ich, wir als Deutsch-Franzosen dann sollten dann vor allem doch auch ein bisschen das Kritische betonen innerhalb dieses Deutsch-Französischen. Also nicht diese Lobhudelei, schaut her, wie toll wir sind, sondern das selber relativieren auch ein bisschen und eben zum Beispiel, gerade wenn es um diese deutsch-französische Vergangenheit auch erweitern geht, dass die jetzt wirklich keinen
in dem Sinne, dass die deutsch-französische Versöhnung auf Kosten der Opfer geschehen ist und nicht mit den Opfern zusammen. Also ich will es schon noch mal an einem Beispiel verdeutlichen, was ja auch kaum bekannt ist. Die ganzen Kriegsverbrecher, die Deutschen, die in Frankreich nach 45 zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, wurden ja alle in den 50er Jahren auf Drängen der deutschen Regierung und aller deutschen Parteien der protestantischen katholischen Kirche nach und nach freigelassen. Und die letzten symbolisch, die zwei Kriegsverbrecher für Massenmord an Juden im Dezember 62, einen Monat vor dem deutsch-französischen Vertrag, hat de Gaulle laufen lassen und nach Deutschland zurückgeschickt, eben um nach dem Motto, wir schaffen einen Tisch. Und das konnte sich nur de Gaulle leisten, aber man kann sich natürlich vorstellen, die Opfer dieser Kriegsverbrecher, wie die sich damals gefühlt haben, mussten, aber die kamen, wurden natürlich, wurde kein Gehör geschickt. Also insofern, das sind so Dinge, die hört man dann kaum. Aber ich denke, das sind auch Dinge, die man dann ansprechen muss, um auch zu zeigen, dass natürlich auch im Deutsch-Französischen also eine kritische Auseinandersetzung notwendig ist. Ja. Ja, zuletzt, auf jeden Fall, das haben wir ja gestern auch schon zum Teil gehört, das ging ja bis Friesland, bis Oradour zur Glan, übrigens auch bei den beiden Ländern zusammen, die sozusagen die Versöhnung vor der Aufarbeitung letztendlich. Aber das ist, wie gesagt, ein weites Feld, sehr interessant, ja, sich damit zu beschäftigen. Eine Bemerkung zur Frage Immigration. Ich bin in Rumänien, wie ihr wisst, jetzt und kann eigentlich nur dafür sprechen oder sagen wir mal, mich auf die EU beziehen. Die Frage bleibt natürlich, ist das Deutsch-Französische auch ein Modell für die europäische Mobilität als Mobilität gewesen? Das wäre so eine Frage. Ja? Also die, wie vorbildhaft oder beispielhaft, das dort vorgetreten ist sie, das ist die erste Frage. Zweitens, ja, es ist unglaublich kompliziert, diese ganzen Fragen, das ist völlig richtig. Aber wir können uns nämlich in Folge dieser Frage, eben diese Frage nicht nur wirtschaftlich, sondern auch persönlich kulturell stellen, indem wir sagen, was macht es mit den europäischen Völkern, dass die sich so vermischen, wie sie sich in der Geschichte wahrscheinlich nie vermischt haben, auf jeden Fall nicht seit der Nationenbildung, ja, dass wir heute nicht nur 1 Million deutschstämmige, nein, rumänischstämmige Deutsche in Deutschland haben, sondern auch ein paar hunderttausend Rumänen, Rumänen, Polen und whatever, was macht das mit den Menschen? Ist das etwas, was sozusagen uns langfristig Frieden in Europa sichert? Das wäre eine kulturelle Frage. Ja? Und zweitens, ich würde schon sagen, dass man das besser schafft. Ja? Ja, das ist kompliziert mit der Migration, völlig richtig. Ja? Befördert man das oder nicht? Ja? Aber sag doch mal einem jungen Rumänen, wir wollen lieber, dass du hier bleibst. Du hast jetzt Medizin studiert, jetzt arbeite doch bitte hier. Ja? Also diesmal, aber man kann es messen. Ja? Und die jüngsten Zahlen zeigen, es funktioniert. Weil nämlich letztendlich zum Beispiel im Falle von Rumänien, seit Rumänien der Europäischen Union beigetreten ist, hat sich die Einkommensschere zwischen den reicheren europäischen Ländern und Rumänien deutlich reduziert. Der Wohlstand ist angestiegen. Damit sollen nicht die vielfachen Probleme dieser Gesellschaft in allen Bereichen negiert werden. Aber es gibt natürlich Gradmesser. In vielen Dingen hat Europa sein soziales Versprechen nicht gehalten, auch das muss man sagen. Aber es gibt Punkte, wo man sagen kann, Rechtsstaatlichkeit, ja, es gibt jede Menge Punkte, wo man sagen kann, ja, das hat sich dann doch auf jeden Fall bis heute in einer gewissen Art belohnt. Ja. Wie wir schon gestern sagten, Ende offen. Ja. Wir wissen nicht, wo wir in 10 oder in 15 Jahren mit diesem Frage stellen, können aber sagen, dass unser System in einer gewissen Weise eben gewisse Punkte bei sehr vielen verwerfen. Ich denke, ich habe mal erst einige Fragen. Als erstes hatte ich Christian. I have two remarks. Zwei Anmerkungen. Das eine ist die Frage von dem Kolonialismusbegriff und ob er eben auch die Verhältnisse zwischen West- und Osteuropa innerhalb der EU irgendwie anwendbar ist. Und ich finde es interessant, wie du das angepackt hast, Klaus, aber ich finde, du definierst natürlich schon ein bisschen raus, dass ein großer Bestandteil von Kolonialismus diese zivilisatorische Mission ist. Ja, und das heißt, dass eine Seite die Bedingungen setzt und die andere Seite zu akzeptieren hat, also diese Ungleichheit in dem Verhältnis, auch wenn jetzt das von Seiten der EU oder der Mitgliedstaaten der alten EU nicht dazu genutzt worden ist, nochmal ein zweites Apartheid-Regime offensichtlich im Rechtswesen zu schaffen, bleibt doch stets irgendwie dieses saure Gefühl übrig, glaube ich, in Ost-Mitteleuropa, dass man eben nicht sozusagen zu seinem eigenen
Bedingungen verhandelt hat. Und es war völlig klar, Conditionality, das ist der Punkt. Und in gewisser Weise, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, ist ja was seit 2004, beziehungsweise im Fall von Rumänien, Bulgarien seit 2007 passiert, ist eine große Erleichterung, dass man aus dieser Mühle raus ist, ja, und dann möglicherweise dann auch wieder Sachen anders macht. Und das würde ich gerne verbinden, das ist meine zweite Anmerkung zu dem, wie Tom die Frage gestellt hat an Nikolas, die Frage dieser Politikspiele. Da würde ich doch auch sehr vorsichtig sein, auf diese Engführung, immer auf dieses Deutsch-Französische zu gucken, weil es ist ja erst seit dem Brexit wieder, dass das so dominant ist in der EU. Und ich glaube, dass gerade polnische EU eigentlich sich viel mehr identifiziert haben mit dem Verhältnis des Vereinigten Königreichs zur EU. Mit diesem sozusagen, ja, das ist keineswegs so spannungsfrei, so ein elegantes und immer dialogisches Verhältnis, sondern eben, was weiß ich, die Handtasche auf den Tisch haben und sagen, bis hier und nicht weiter. Und für die ist natürlich der Brexit auch ein Problem. Nicht in dem Sinne, wie das hier oft wahrgenommen worden ist, dass jetzt nach dem Brexit gegen Polen raus oder sonst irgendwer, aber dass eben sozusagen diese Dominanz jetzt des deutsch-französischen Modells ja eigentlich auch bloß eben durch diesen Wegfallen des anderen Politikstils als so dominant empfunden wird. Und dann kannst du harmonisch und dialogisch und sonst was und vorbildhaft und tugendhaft sein, es wird trotzdem irgendwelche Antipathien dann auch hervorrufen. Zurück zu diesem grenzüberschreitenden Verkehr oder grenzüberschreitenden Leben sozusagen im Grenzbereich um Stettin. Also das sage ich jetzt nicht unbedingt, ist nicht an Klaus gerichtet, der weiß das ja, aber vielleicht als Zusatz zu dem, was du, Klaus, erwähnt hast. Es ist ja nicht nur so, dass man nach Berlin pendelt für solche Sachen, Flughafen oder so, aber das, was auch Joachim erwähnt hat, dass sich die Schere, ja, reduziert hat, was Gehälter angeht, das beobachtet man auch natürlich im Vergleich zwischen Polen und Deutschland. Das betrifft aber auch die Preise, auch die Immobilienpreise. Und im Stettiner Raum ist es, also grenzüberschreitend betrachtet, ist es mittlerweile für immer mehr Familien günstiger, ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu bauen in irgendeinen kleinen Ortschaften auf deutscher Seite und dann zu pendeln, eine halbe Stunde nach Stettin, um dort zu arbeiten und zu verdienen, ja, als eine kleinere und teurere Wohnung in Stettin zu kaufen. Das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass diese Integration in diesem Sinne, ja, ob es jetzt positiv ist oder nicht, aber zumindest so funktioniert und auch Migrationen in diesem Sinne fördert, wie man sie vielleicht auch im deutsch-französischen Raum betrachtet. Was allerdings Pendler geht, die zum Arbeiten pendeln, ist doch immerhin trotzdem die Asymmetrie stärker in Richtung Deutschland. Also das beobachtet man mit einer geringeren Asymmetrie, aber auch im französisch-deutschen Raum. Also dass mehr Franzosen nach Deutschland pendeln zum Arbeiten als Deutsche nach Frankreich. Noch stärker ist es natürlich im deutsch-polnischen Bereich. Aber wie gesagt, ja, reduziert sich doch diese Schere auch, was Preise angeht. Marco? Ja, ich habe eine Frage, die du gerade auch mal im Schließgang mit vorfahren. Ich habe mich gefragt, ist das Kolonialismusbegriff zu Polen, ob das nicht vielmehr ein moralisch oder politisches Begriff ist, als ein wirtschaftliches Begriff. Nehmen Sie das Viktor Orban zum Beispiel, sehr gerne sprach über moralisches Imperialismus von Frau Merkel. Und dann Imperialismus, Kolonialismus. Weil wirtschaftlich Polen, ja, immer wächst, 5%, sogar auf 8%. Und man eigentlich sagt, dass es ein neues Zentrum in Europa geworden ist, und dass die Peripherie der Ukraine, die Ukraine war, wo die Migration aus Ukraine in Polen schon seit langem eigentlich gar nicht so. Okay. Ich habe noch kein Wort, noch nicht jetzt. So, I have it in English. I have also a question to Nicolas, since I've been doing myself research on the impact of international intervention in Southeast Europe. And you, I think, made a good point, you know, how to do this successfully. You have a model, you're avoiding models, you think about how to give responsibility. We'll discuss it in a different context. And something that I really saw in my own research when I was interviewing a lot of people in the region, amongst whom Alma,
on the exhibition in Bosnia, and they were saying to bring back colonization in it, we have to watch out for self-colonization. The actors themselves saying, you know, we only sort of act upon getting confirmation through funding schemes. So even though you try to avoid the models, you see there has been a systematic change amongst these actors because of the dependency, severe dependency of international funding, that they see that it's only almost worthwhile to invest in things if you get the confirmation from funding schemes. So we have to change this pattern also locally in the mental sort of mindset here. So I was wondering how much of you encountered this in your work, and how do you deal with it, and what does that tell us about diplomacy in this particular sense? That's what I do. Ja, ich hätte vielleicht nur einen kleinen Anmerkung oder eine Frage an Nikolas. Ich fand die Bemerkung von Christian auch sehr richtig, und man kann dann ja eigentlich auch im Hinblick jetzt auf England, Großbritannien mit den Einfluss, den weggefallenen Einfluss etc. auch das ganz gut in den Niederlanden eigentlich nochmal sehen. Also es wäre vielleicht sogar ganz interessant, jetzt nicht mal jetzt. Wir schauen jetzt nach Osten, aber auch die Niederlande hatte ja immer schon gewisse Spannungen zu deutsch-französischen Verhältnissen. Das ist dann auch immer ganz gerne, je nachdem, näher zum britischen Modell übergeschritten, auch politisch gesehen. Das wurde einfach, um da auch mal parallel zu zeigen, dass es das betrifft ja nicht nur den Osten, das betrifft ja auch in anderen Länder in Europa. An sich eine ganz konkrete Frage, weil wir haben gestern über die Schwierigkeiten diskutiert, deutsch-französische Kulturinstitute einfach auch rein formal zu organisieren. Ist es ein Vorteil, wenn man schon, ich sage jetzt mal, diese deutsch-französischen Organisationen, wie das deutsch-französische Jugendamt, sind ja schon von der Institutionenform her eine Spezialform. Ist das vielleicht ein Vorteil, und könnte man das nicht vielleicht auch in der Kulturpolitik als ersten Schritt setzen, oder ist das trotzdem genauso kompliziert, wenn man in andere Länder geht, um das sozusagen dort dann zu installieren? In dem Sinne, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir machen zuerst mal ein deutsch-französisches Kulturinstitut, so nach dem Vorbild der deutsch-französischen Hochschule, oder wäre das vielleicht einfacher dann zu sagen, wir gehen mit diesem Modell dann in ein drittes Land sozusagen, oder stellen sich die Probleme deiner Meinung nach ganz genauso, wenn man jetzt mit dem DRPB in den anderen Ländern kommt? Okay. Ja, gut, also, ich finde es gut an Fragen, ich versuche das schnell abzuhandeln. Ich habe die Kultur extra rausgelassen. Nicht jede Art von Ungleichheit ist Kolonialismus. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Ich meine, wenn man das über Bord wirft, dann hat man natürlich. Dann hat man natürlich auch im Verhältnis, was weiß ich, zwischen Brüssel und den peripheren Mitgliedstaaten oder zwischen, was weiß ich, Benelux, Deutschland, Frankreich und was weiß ich, Südosteuropa, dann hat man natürlich da auch Kolonialismus. Das versuche ich zu vermeiden, weil dann irgendwann kommen wir zu einem, das ist auch das Problem bei dieser akademischen Diskussion, und jetzt beispielsweise ist politisch-litauische Adelsrepublik ein Kolonisator seiner peripheren Gegenden war. Dass der Begriff dann verschwimmt, dass Kolonialismus alles ist, dann ist Kolonialismus nichts mehr. Dafür versuche ich den Begriff sozusagen zu retten. Aber es ist natürlich richtig, dass wenn man jetzt mal die Kultur im Vordergrund stellt oder die Art und Weise, wie, sagen wir mal, über Migranten geredet, geschrieben, mit ihnen Politik gemacht wird, dass es da natürlich jede Menge Parallelen gibt. Also, ich hatte gerade ein sehr schönes Beispiel, aber ich weiß nicht, ob es mir jetzt wieder einfällt. Jedenfalls kommen da immer wieder Sachen, passieren da immer wieder Sachen, wo ich denke, oh, das kenne ich auch aus Namibia. Ja. Also das ist auch, das ist etwas, was man da, ah, ja, genau, die Geschichte mit den unmännlichen Einwanderern zum Beispiel. Ja. Das sind diese Sexfantasien, die dahinter stecken.
das war unheimlich virulent 2015 in Polen, aber ich glaube nicht nur in Polen. Da kommen lauter junge Männer, die nehmen uns die Frauen weg. Jetzt haben wir paradoxerweise, jetzt haben wir keine jungen Männer in Polen, bei den insgesamt 3 Millionen Ukrainern, jetzt tauchen plötzlich in, sozusagen im weiblichen Teil des Facebooks, ja, tauchen Sachen auf. Das sind lauter junge Frauen, die nehmen uns unsere Männer weg. Ja. Und das ist ein Topos, den ich kenne aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts bei den deutschen Siedlern in Namibia, weil da gab es auch diese Asymmetrie, kann man sagen, weil die trotz der ganzen Fördermittel und Förderprogramme, die es damals gab, um junge Frauen in die Kolonien zu schicken, die jungen Frauen einfach da nicht hin wollten, was bedeutet, dass die deutschen Kolonialisten ein riesiges Problem hatten, dort Frauen zu finden. Was haben sie gemacht? Sie haben einheimische Frauen genommen und dann kam 1905 kam das Verbot der Mischehen und der Abschaffung der Anerkennung der bestehenden Ehen. Da hat man versucht, dann verschiedene Auswege zu finden und so weiter. Aber da sehe ich zum Beispiel in dem Bereich jede Menge Parallelen. Ja? Auch beispielsweise bei den Alten. Ich weiß nicht, ob sie, wie weit sie heute noch virulent sind, aber bei den, was weiß ich, vor 40, 50, vor 70 Jahren und so weiter, gab es diese ganzen Stereotypen auch über Slawen in Deutschland. Ja? Das muss ich nicht, aber ich sehe, dass mehrere Personen, die muss ich also nicht ausführen. Also in dem Bereich klar, aber im Bereich, sagen wir mal, von wirtschaftlichen, finanziellen, Arbeitsmarkt und so weiter, sehe ich keine Parallelen. Und ich glaube, der Kolonialismusbegriff funktioniert nicht mehr, wenn man die Sachen einfach ausklammert. Und dann war die Frage, wie der Brexit, wie der Brexit sich ausgewirkt hat auf die, oder auch beispielsweise die polnische Regierung nicht so ein ähnliches Verhältnis zur EU haben wie die United Kingdom. Und durch den Brexit dann sozusagen einen Bündnispartner verloren haben. Ja, allerdings würde ich sagen, das ist eine Frage hauptsächlich der konservativen oder konservativ, nationalpopulistischen oder wie auch immer, also der Rechtsparteien, sagen wir mal. Das war eine große Diskussion schon beim Beitritt. Weil sozusagen die damalige Regierung eigentlich der EU beigetreten ist, in der Überzeugung, das handelt sich immer noch um die europäische Gemeinschaft. Ja, der politische Aspekt war dafür nicht unterbewusst. Ich habe dann zum Beispiel gesehen, gemacht, dass die polnische Regierung über der Friedensfalle beiträgt, die gerade aufgehört hat zu existieren. Ja. Und daher kommt das natürlich, dass man ähnlich wie in Großbritannien auch davon ausgegangen ist, europäische Integration ist eigentlich hauptsächlich Binnenmarkt. Ich war dann sehr überrascht, als ich herausgestellt habe, nee. Und jetzt ist man natürlich ganz besonders überrascht, weil jetzt plötzlich die Europäische Union sich in solche Sachen einmischt, wie wer darf eigentlich Richter ernennen und so. Ne? Das klar, aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, es gibt auch Linksliberale und Linke, die genauso reagieren wie die Linken in der Europäischen, also in Westeuropa. In der Frage und sagen, nein, wir wollen eigentlich mehr Europa, weil wir wollen ein soziales Europa, wir wollen, dass die Europäische Kommission sich auch in soziale Dinge einmischt, dass es einen Redistributionsmechanismus innerhalb der Europäischen Union für Sozialausgaben gibt und so weiter. Also das ist dann das genaue Gegenteil. Da ist dann in Großbritannien kein Vorteil mehr. Ja, dann ja, verschiedene Punkte. Kurz, was Joachim angesprochen hat, wobei mit Deutschland für das Modell der Mobilität. Ich wusste gar nicht, dass es auch in Deutschland das Modell der Mobilität gibt. Also, vielleicht muss man jetzt nicht überall Deutschland suchen. Oder ist die Mobilität, was Josef Provence das DFB genannt hat, die größte Völkerwanderung aller Zeit? Aber es sind die 200.000 Leute, die das DFB jedes Jahr austauschen, die in 8 Tagen in den Land, dann gehen sie wieder zurück. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt unter Mobilität verstanden wird. Also ich sehe kein spezifisches Modell im deutsch-französischen Mobilitätsbereich, das nicht anderswo in Europa, also völlig europäisches Modell. Das andere, nochmal, deutsch-französische Politik gegenüber dem Balkan, die gibt es nicht. Es gibt keine deutsch-französische Außenpolitik gegenüber dem Balkan. Es gibt Ansätze einer gemeinsamen Kulturpolitik und da würde ich auch selbst das sagen, das ist mehr Kulturprojekt. Es gibt deutsch-französische Kulturprojekte und das ist es.
Also insofern spielt die deutsch-französische Politik im Balkan überhaupt keine Rolle. Also als deutsch-französische Tandempolitik nochmal. Ja, deutsche Politik, ja. Französisch würde ich nur ein ganz bisschen oder nur negativ. Also Macron und Mazedonien. Aber insofern ist, glaube ich, muss man da gar nicht groß diskutieren, weil die gibt es gar nicht in der deutsch-französischen Politik gegenüber dem Balkan. Und jetzt die wichtige Frage der Kolonialpolitik. Also ich meine, es wäre natürlich auch nochmal ein eigenes Seminar wert, weil ich meine, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Bosnien-Herzegowina als Hauptbeispiel. Auch in der Geschichte 1878, 1918, Bosnien ist eine österreich-ungarische Kolonie. Ja, es ist in derselben Zeit, natürlich, also ich meine, das ist auch in derselben Zeit, wo das Deutsche Reich andere in Afrika expandiert, Österreich-Ungarn nach Südosteuropa hin. Und das war die einzige Expansion, ja, Österreich-Ungarn war ja sonst die Expansion. Das ist ganz klar in der damaligen Kolonialdebatte, das hat sich auch in den letzten 10 Jahren in der Forschung unter diesem Aspekt entwickelt, also was diese Kolonialdebatte. Eine zweite Kolonialdebatte, es gibt verschiedene Historiker, die sagen, Jugoslawien, sei es das erste zwischen den beiden Weltkriegen, das Königreich oder das Sozialismus, definieren das als Imperium. Also, weil es ja ein Vielvölkerstaat ist, mit Serbien als Zentrum und dann haben wir natürlich auch wieder die Peripherie, das heißt, da kann man natürlich auch nochmal sagen, inwieweit sind andere Teile, Kosovo insbesondere, aber auch Bosnien sozusagen dann koloniale Objekte des serbischen Zentralismus. Das ist die zweite Debatte. Die dritte Debatte ist natürlich dann jetzt seit dem Ende des Krieges und dem Dayton-Friedensvertrag, der dann so ein kompliziertes politisches System geschaffen hat und gleichzeitig das unter internationale Oberaufsicht gestellt hat, das tatsächlich ja bis heute de facto Bosnien internationales Protektorat ist. Ja, also das Wort Kolonie wird zwar nicht offiziell verwandt, aber manche verwenden es auch. Und wo ja dann auch tatsächlich die internationale Staatengemeinschaft dann, nachdem sie gemerkt hat, sie hat so ein kompliziertes System geschaffen, was von allein nicht funktioniert, dann sich Vollmachten gegeben hat, wo dann tatsächlich der hohe Repräsentant als König von Bosnien, wie er genannt wurde, rein regieren konnte, bis zum Geht nicht mehr und dann Sachen verändert hat. Und dann 2007 gab es dann den Schwank, wo man dann gesagt hat, also wenn das eine Demokratie werden soll, können wir nicht alle so kolonial rein regieren, dann heißt das neue Prinzip Local Ownership, aber ohne was an der Struktur zu verändern, das heißt, es funktioniert wieder nicht. Aber das Problem ist tatsächlich dann auch hier, dass tatsächlich dann Strukturen geschaffen wurden, die sich schwierig selbst in Frage stellen können und dass gleichzeitig tatsächlich, und das ist auch mein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, auch durch die Tatsache, dass tatsächlich Bosnien-Herzegowina seit 500 Jahren unter Fremdherrschaft stand, also immer von woanders aus regiert, ja, Osmanisches Reich, Österreich, Ungarn, Jugoslawien und erst ist natürlich auch ganz stark die Tendenz zu sagen, auch regelt ihr unsere Probleme, ja, also manche sind natürlich völlig dagegen, aber manche sagen, genau, ihr müsst wieder so eingreifen, wie ihr es zwischen 1939 und 2007 gemacht habt, um so ein bisschen Sachen zu durchblocken. Also das auf der politischen Ebene. Das andere ist, was du angesprochen hast, tatsächlich, dass viele Projekte im zivilgesellschaftlichen und kulturellen Bereich nur aufgrund ausländischer Finanzierung zustande kommen. Deswegen also so eine Abhängigkeit da ist, die es natürlich auch nicht leicht macht, sich da selbst zu entwickeln. Aber ich denke, hier hängt viel von der Intelligenz oder Nicht-Intelligenz der Donors ab. Also ich kenne Donors, die gehen extrem dialogmäßig mit ihren Projektpartnern um. Also die sagen, was wollt ihr, was macht ihr? Und es gibt andere, die gehen halt vor, dieses Jahr müsst ihr homosexuell, nächstes Jahr über Frauen, übernächstes Jahr über sowas sprechen. Also vereinfacht, aber wo natürlich so eine eigenständige Entwicklung nicht möglich ist. Also insofern denke ich, das ist ein Grundproblem, dass tatsächlich Bosnien sehr stark abhängig ist von verschiedenen Ebenen, von der internationalen Gemeinschaft. Und es bleibt eine permanente Herausforderung, also wie man damit umgeht. Letzte Frage, ich glaube, ich habe sie nicht verstanden, weil mir ja auch nochmal, ich glaube, es gibt in Bosnien genügend Probleme zu lösen. Wieso muss man, also ich glaube, vielleicht verstehe ich deswegen die Frage nicht, weil wieso muss man da jetzt noch irgendwelche deutsch-französischen Projekte noch reinwerfen? Also vielleicht soll ein deutsch-französischer Akteur das gefallen. Ja, das war die ganz andere Frage. Ich habe nur gesagt, ob das Tatsache, dass es schon ein deutsch-französisches Jugendwerk gibt als Organisation, dass das einfacher ist als deutsch-französisches Jugendwerk, gemeinsam deutsch-französische Projekte im Balkan beispielsweise zu realisieren. Also
Das war eigentlich eine Frage. Ah, also, ja, kann ja. Okay. Also, die Antwort ist. Die Frage wäre, ob anstatt ein Institut Français und Goethe-Institut sich vereinen zu lassen, man einfach sagt, wir haben eine zwischenstaatliche Institution, die heißt Deutschland-Französisches Jugendwerk, ja, hat einen deutschen und einen französischen Rechtsstatus. Ja, und wenn wir ein gemeinsames Institut im Ausland gründen, dann macht das das deutsch-französische Jugendwerk, weil die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Das hat alles gestern. Ja, wobei ganz kurz, also das deutsch-französische Jugendwerk hat sich immer dagegen entschieden, ein Büro in ehemaligen Jugoslawien zu eröffnen, weil es eben auch aus dem Bewusstsein heraus, weil das sozusagen die Arbeit vor Ort, vor allem von den Partnern vor Ort gemacht werden soll. Das heißt, wenn man sich dann selber noch sozusagen administrativ in die Region einsetzen würde, was wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen sowieso nicht gehen würde, dann würde das sozusagen ja, ein Prinzip der Zusammenarbeit widerlaufen. Also insofern denke ich. Ist das deutsch-polnische Jugendwerk, einen eigenen Rechtsstatus hat, ist ja nur zwischen Deutschland oder ist ja nicht Deutschland und Frankreich, oder? Der wird ja nicht automatisch übertragen. Nein, nein, da ging das, es ging durch über Staatsanwalt. Ja, 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 okay, ja, ja, wir haben Zeit, ja, 20 Minuten gezogen, ich verzichte da, ja, dann ein Schlusswort, danke, dann zu den Klassen, und est-ce que tout le monde parle français? Oui. Oui, je pense que. D'accord. Je comprends. Oui. Je ne vais pas introduire formellement parce que je crois que c'est la deuxième table ronde de la journée dans ce cycle de conférences. Je m'appelle Dorine Le Breton, je dirige l'Alliance française à Amsterdam et je travaille très étroitement avec l'Institut français de l'IFA. Et également avec le Goethe, donc l'Alliance française et l'Institut français sont vraiment des cousins, voire des frères et sœurs rapprochés. Donc je suis très honorée d'être ici. Après avoir abordé précédemment donc, les perspectives coloniales et migratoires est-ouest, si je ne me trompe pas d'après le programme, nous allons nous tourner vers l'équilibre, s'il y en a un nord-sud. Avec un panel avec Maxime Boeuf et Yerali Akaya, qui sont ici présents, à travers le passé colonial franco-allemand. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir deux personnalités au profil très complémentaire. Je trouve que justement, c'était un choix original d'avoir Maxime Boeuf, qui a travaillé sur les perspectives coloniales à travers la littérature jeunesse. Et Yerali Akaya, qui est également à l'Université Aix-Marseille au sud de la France et qui travaille sur la question de la décolonisation des espaces publics en France et en Allemagne. Est-ce que vous voulez qu'on peut commencer peut-être avec Maxime, je ne sais pas. Il s'agit d'un débat sur la restitution. Donc, à travers le débat sur la restitution d'œuvres d'art volées pendant l'époque coloniale, on a beaucoup parlé, soit en France, en Allemagne, ou sur les noms des rues qui célèbrent des figures de la décolonisation presque 60 ans après les indépendances africaines. Le passé colonial commence à s'imposer dans les débats publics en France comme en Allemagne. Qu'en est-il de la littérature jeunesse? Le sujet a longtemps été considéré comme tabou. Je vais me mettre là pour faire passer les slides de mon PowerPoint. Donc oui, alors moi ce sera une communication quand même littéraire. Je pense que ce sera la seule du coup de ce colloque. Je suis votre caution littéraire aujourd'hui. Alors c'est vrai que depuis les débuts de cette expansion européenne en Afrique au milieu du 19e siècle, la littérature en France et en Allemagne s'est penchée sur les colonies et donc de nombreux romans ont eu pour cadre ces nouveaux territoires conquis par la France, l'Allemagne et les autres puissances coloniales. Et la littérature de jeunesse, bien sûr, n'est pas étrangère à ce phénomène.
Et après les décolonisations, un certain nombre d'écrivains se sont penchés aussi rétrospectivement hein, sur l'expansion coloniale. Et là aussi, c'est le cas des livres pour enfants. Et donc, ma communication se penchera précisément sur cette littérature d'enfance et de jeunesse post-coloniale. Et alors, je précise bien post-coloniale avec un trait d'union, c'est-à-dire la littérature produite après l'époque coloniale, hein, c'est plutôt ça, alors que post-colonial en un seul mot, ça serait plutôt bien sûr une référence au courant de pensée du post-colonialisme et des post-colonial studies. Et donc mon objectif, c'est de proposer rapidement un regard croisé franco-allemand pour voir de quelle façon le passé colonial est traité. Et donc nous verrons qu'à bien des égards, il s'agit d'un sujet sinon tabou, du moins complexe et difficile à manier pour les auteurs. Alors d'abord, en guise d'avant-propos pour contextualiser un peu cette communication, je voudrais vous présenter rapidement l'état de la recherche sur le colonialisme dans les études littéraires en France et en Allemagne. Alors c'est assez ça me paraît important pour cette communication et c'est aussi intéressant. On est dans une manifestation qui porte sur le franco-allemand, donc c'est toujours intéressant de voir comment les deux pays et comment les chercheurs des deux pays se penchent un petit peu sur ces questions. Alors, c'est une question, pourquoi ça n'avance pas hein. C'est normal que j'appuie et ça ne passe pas là. Normalement, oui. Mmh. Ah ben voilà, ça. Désolé. Alors la question du colonialisme en littérature a été découverte assez tardivement, on peut dire. En tout cas, il y a un décalage temporel un petit peu entre les décolonisations et cette découverte. Et la première chose qu'on note, c'est que l'Allemagne n'est pas en reste en matière de travaux universitaires sur le sujet, ce qui peut paraître paradoxal parce que on imagine souvent que l'Allemagne a trop longtemps ignoré son passé colonial, ce qui est en grande partie vrai, bien sûr, puisque ça a déjà été évoqué, elle perd ses colonies après la Première Guerre mondiale assez rapidement, et ce passé colonial sera redécouvert seulement à partir du milieu du XXe siècle, en gros, donc il y a une longue période d'oubli. Mais malgré tout, c'est à partir des années 1970, aussi bien en Allemagne qu'en France, que des premiers travaux d'ampleur sont consacrés à la littérature coloniale. Voilà quelques exemples du côté français, notamment « Littérature et colonialisme » de Martin Astier-Wutfi, du côté allemand « Das Bild des Schwarzen in der europäischen Kolonialliteratur », également « Das Bild des Negro-Afrikaners in der deutschen Kolonialliteratur ». Par contre, dans le domaine de la littérature de jeunesse, là, il y a un avantage clair et net à l'Allemagne. C'est très intéressant parce que dès les années 70-80, il y a eu beaucoup de travaux sur ce thème en Allemagne, si bien que la chercheuse Elodie Malanda va jusqu'à affirmer qu'en Allemagne, à cette période, je la cite, « le corpus privilégié pour les études de l'image de l'Afrique a été la littérature de jeunesse ». Donc, c'est quand même assez, assez important. Alors qu'en France, l'intérêt pour cette approche est relativement récent. On peut dire que le seul travail d'ampleur qui a été mené, c'est la thèse de doctorat d'Elodie Malanda, dont je parlais justement à l'instant, qui s'intitule « L'Afrique dans les romans pour la jeunesse en France et en Allemagne, les pièges de la bonne intention ». Je reviendrai sur ce sous-titre dans ma communication parce que je vais m'appuyer là-dessus. En fait, bon, selon elle, ce déséquilibre entre la France et l'Allemagne vient tout simplement du fait qu'en France, la littérature de jeunesse a longtemps été négligée par les chercheurs, peut-être un peu plus qu'en Allemagne. Voilà. Donc vous voyez que cette question des liens entre colonialisme et littérature commence à être assez connue, mais de nombreuses pistes restent encore à explorer, et notamment en littérature de jeunesse. Une littérature qui, si elle n'est heureusement plus considérée aujourd'hui comme un genre mineur et indigne d'intérêt, garde encore certaines zones d'ombre. Voilà. Alors, pour en venir maintenant, je me rapproche de plus en plus des textes que je vais un petit peu vous présenter et commenter. Juste d'abord, je vais vous expliquer rapidement, juste vous rappeler comment on est passé du roman colonial pour la jeunesse au 19e siècle et 20e siècle à la littérature de jeunesse post-coloniale, donc produite après l'époque coloniale.
ça commence dès les années 1830, hein, la littérature coloniale pour la jeunesse, donc lorsque la France s'établit en Algérie. Ça s'envole ensuite à partir des années 1880, notamment lorsqu'on a la conférence de Berlin autour du chancelier Bismarck, aussi bien en France qu'en Allemagne, ça crée une vraie émulation de plus en plus de romans sur ces sujets qui sont écrits. Donc en général, ce sont des romans d'aventure. Et puis dans les années qui suivent les décolonisations, alors dans les années qui suivent immédiatement ça, on a assez peu de nouveaux livres pour enfants ou pour adolescents qui ont pour cadre les colonies. Et en fait, on constate plutôt que certains livres hérités de l'époque coloniale continuent simplement à être lus par beaucoup d'enfants. Certains jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pas tous forcément, mais on pense notamment, l'exemple parfait, bien sûr, ça serait Tintin au Congo du côté français. Du côté allemand, il y a un roman dont vous avez peut-être entendu parler, Peter Morsfahrt, Nord-Sud-Ouest, de Gustav Frenssen, qui a été encore abondamment lu jusqu'au milieu du XXe siècle au moins, c'est-à-dire bien après que l'Allemagne a perdu ses colonies. À partir des années 1980-90, ensuite, là, on a un changement. Le passé colonial commence à être abordé de façon un petit peu critique par certains auteurs pour la jeunesse. Et c'est un processus, bien sûr, aussi qui est favorisé par le développement massif de la littérature de jeunesse comme marché éditorial, hein, déjà. Et puis aussi, son entrée progressive dans les programmes scolaires fait que on va l'utiliser de plus en plus comme outil pour parler un petit peu du passé colonial et pour essayer de le comprendre, donc voilà, aussi bien en France qu'en Allemagne. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce passé colonial, c'est un sujet tabou en France et en Allemagne dans la littérature de jeunesse? Eh bien, selon les époques, oui, plus ou moins. Mais alors, aujourd'hui, je dirais que ce n'est plus vraiment le cas, que c'est plutôt un sujet difficile, épineux, enfin, j'utiliserai plutôt d'autres termes. Parce que c'est vrai que se pose la question suivante, comment traiter du passé colonial, comment écrire des fictions qui se déroulent dans les anciennes colonies françaises et allemandes sans tomber ou retomber dans les schémas classiques et anciens du roman colonial pour la jeunesse que j'ai expliqué précédemment. Comment faire sans reproduire tous leurs préjugés et leur imaginaire raciste? Et visiblement, beaucoup d'auteurs n'y arrivent pas vraiment. En témoignent les nombreux travaux de recherche très critiques vis-à-vis de ces romans, travaux qui mettent en avant la survivance d'une pensée colonialiste dans la littérature de jeunesse post-coloniale. Alors bon, bien sûr, ça serait facile de prendre des romans un par un, de dresser la liste de toutes ces formes de persistance de schémas colonialistes. Ça a déjà été fait d'ailleurs à de nombreuses reprises. Je ne vais pas faire ça tout à fait parce que, bien sûr, je n'ai pas le temps, donc je vais prendre deux textes que je vais un petit peu comparer. Et puis, de toute façon, je pense plutôt qu'il faut proposer un regard un petit peu différent sur cette littérature de jeunesse post-coloniale, un petit peu comme le fait Elodie Malanda dans son étude dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de dresser une liste et puis de faire un simple jugement moralisateur. D'abord parce que bon, c'est trop facile de juger les écrivains, et puis le but d'un chercheur, c'est plutôt de comprendre les mécanismes à l'œuvre derrière de tels processus, il me semble. Voilà, donc dans son ouvrage, Elodie Malanda propose en fait d'analyser les livres pour enfants français et allemands qui traitent des anciennes colonies par le prisme de la bonne intention de leurs auteurs. C'est très intéressant, en fait. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que les écrivains présentent tous, à des degrés divers et d'une manière diverse, une intention anticolonialiste. C'est-à-dire, ils font comprendre qu'ils souhaitent aller à l'encontre des romans, de la littérature coloniale, des romans qui datent de l'époque coloniale. Donc, ils ont de bonnes intentions, mais néanmoins, réussissent-ils à les mettre en application dans leurs livres? En fait, c'est ça la vraie question. Il y a toujours... C'est souligné par exemple par Vincent Jouve dans Poétique des valeurs, ce hiatus entre les valeurs qu'un texte littéraire dit vouloir défendre et celles qui vont inonder en fait ce même texte, parfois de façon inconsciente. Hein. Il peut y avoir un écart assez important entre ça. Donc pour illustrer ça très concrètement, je vais me pencher sur deux livres pour enfants que vous voyez ici. Alors d'abord, un livre français qui s'appelle Carte postale du monde et qui est.
tiré d'une série qui s'appelle les Kinra Girls, une série qui met en scène cinq jeunes filles issues de différents pays et continents qui étudient ensemble dans une école, dans une académie. Et un livre allemand, Emails aus Afrika, dont l'héroïne est Lily, une jeune Allemande, à qui son père est un médecin parti faire de l'humanitaire en Afrique de l'Ouest, et son père lui envoie régulièrement des mails pour témoigner un petit peu, pour lui donner des nouvelles et lui parler de ce qu'il voit là-bas. Alors, qu'est-ce qui, dans ces deux livres, relève d'abord de la perpétuation de clichés et de schémas colonialistes ? Alors, tout d'abord, un certain eurocentrisme dans la façon de percevoir l'Afrique. Dans Carte postale du monde, en fait, vous avez une double page qui présente les personnages, donc les cinq jeunes filles. Et pour le personnage de Naïma, que vous voyez un peu au milieu à droite, on nous dit que son père est américain et sa mère vient d'Afrique. Et c'est très intéressant parce que sa mère vient d'Afrique, on précise que son père vient des États-Unis. Et idem d'ailleurs pour tous les autres personnages, hein, les pays sont nommés, vous voyez Japon, l'Inde, l'Australie, etc. Mais ici c'est l'Afrique en général, vous voyez, hein, c'est un continent que l'on continue, donc encore aujourd'hui en Europe, et ça en témoigne bien, c'est un petit exemple qui témoigne de ça, un continent qu'on continue aujourd'hui à percevoir en Europe comme un grand bloc uniforme, indistinct, vague, sans réelle diversité entre ces différents pays, voilà. Comme si on n'avait pas besoin d'en savoir plus, voilà. Ça se passe en Afrique et c'est tout. De la même manière, le misérabilisme qui se dégage de beaucoup de livres pour enfants qui se déroulent dans les anciennes colonies vient renforcer un petit peu cet eurocentrisme en donnant l'impression que l'Afrique n'est rien d'autre qu'un continent pauvre et sous-développé sur lequel il faudrait s'apitoyer. Un continent qui finalement a besoin d'aide et surtout a besoin de l'aide des Européens, voilà, ne pourrait pas s'en sortir tout seul. Alors un exemple de ça dans Emails aus Afrika, donc le père de Lily qui écrit à sa fille, donc il décrit un petit peu zwischen vergammelten Bretterbuden, die überwiegend aus dem Schwemmholz bestehen, das die Menschen aus dem Fluss gefischt haben, spielen kleine Kinder im Schlamm. Wenn sie mal müssen, setzen sie sich an den Rand eines Grabens, der an der Straße entlang führt, und erledigen dort ihr Geschäft. Manu führte mich zu einer kleinen Hütte. Anstelle einer Haustür hing eine zerfranste Schilfmatte vor dem Eingang. Donc c'est un passage, c'est intéressant parce que ça crée sans nul doute un sentiment de pitié un petit peu chez le jeune lecteur, d'autant plus qu'une rapide et très superficielle analyse des techniques narratives permet de relever l'utilisation du présent, hein, qui agit ici comme une sorte de présent de vérité générale. On oublie, en lisant ça, on a l'impression un petit peu qu'il s'agit d'un point de vue subjectif d'abord, puisque c'est raconté par quelqu'un, et ça donne l'impression, voilà, d'une généralisation un peu excessive. Alors, autre indice pour déceler la persistance d'une pensée colonialiste dans ces livres, les représentations de la nature. Alors ça, c'est très intéressant, c'est toujours encore aujourd'hui en Europe, on a une vision complètement idyllique et idéalisée de la nature en Afrique, qui est complètement héritée, bien sûr, de l'époque coloniale. Alors, dans Carte postale du monde, Naïma donc rend visite à sa famille au Bénin, et là-bas, elle part avec son oncle et son cousin pour une réserve naturelle où il s'émerveille devant les nombreux animaux sauvages, comme on peut le voir sur cette illustration en double page. Le soir, ils campent dans des tentes, et leur guide les prévient de ne pas sortir. Et voilà ce qu'il leur dit. « N'oubliez pas de faire pipi avant d'aller vous coucher. Pas bonne idée de sortir des tentes au milieu de la nuit. Serpents, guépards, lions, hyènes, quelquefois buffles. Ah oui, et demain, secouez vos chaussures avant de les remettre, scorpions. » Alors, bon, outre le fait, ça c'est pas lié à la représentation de la nature, mais outre le fait que ce guide s'adresse à eux d'une manière qui rappelle malheureusement ce qu'on a appelé en français le langage petit nègre, hein, donc vous savez, cette langue à la syntaxe très simplifiée, avec des phrases simples, voire des erreurs de grammaire, de conjugaison. Ce passage montre bien la vision de l'Afrique transmise encore aujourd'hui aux jeunes lecteurs français ou allemands.
Donc, une Afrique idéalisée où se déploie une nature sauvage, vierge de toute civilisation humaine, et dans laquelle, finalement, les attaques d'animaux sauvages sont les seuls événements dignes d'intérêt. Cette vision se reflète aussi à la fin du livre, d'ailleurs, la fin du livre qui comporte une rubrique « En savoir plus », enfin, « Pour en savoir plus », dont l'objectif est de transmettre des connaissances, donc là, un peu plus factuelles, hein, aux enfants lecteurs, puisqu'on n'est plus dans la fiction, on est sorti de la fiction. Et ça porte ici donc sur les réserves naturelles d'Afrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le ton est globalement le même. Hein. Voilà, simplement, on n'est pas du tout dans la fiction ici. Voilà, alors malgré tout ce que je viens d'énumérer, il faut néanmoins souligner les bonnes intentions des auteurs, hein, ce qu'Élodie Malanda appelle les bonnes intentions des auteurs, c'est-à-dire donc une volonté de s'adapter à notre époque, hein, quand même, de faire une littérature de jeunesse qui ne soit pas seulement post-coloniale au sens de la temporalité, mais aussi post-coloniale en un seul mot, donc qui déconstruisent un certain nombre de schémas de pensée hérités de l'époque coloniale. Et donc, je vais vous toujours dans ces deux livres, quelques exemples qui montrent qu'en fait, les auteurs ont de bonnes intentions. Ils essayent, sans doute avec beaucoup de sincérité, de faire différemment. Alors, ils essayent, on voit qu'ils essayent d'ouvrir un petit peu, de décentrer leur approche. Par exemple, avec Carte postale du monde, justement, c'est une première chose intéressante, c'est que le personnage principal, c'est une héroïne, donc Naïma, dont je parlais tout à l'heure, donc un personnage féminin, alors que dans la littérature de jeunesse produite à l'époque coloniale, les personnages de jeunes filles qui partaient pour l'Afrique, pour les colonies, n'existaient pratiquement pas, étaient très rares, c'était toujours des garçons. Donc là, on le fait avec un personnage féminin. Autre exemple, la volonté de donner une voix à ceux que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est-à-dire, donc, dans notre cas, des personnages africains. Et dans Images Africa, il y a un cas très intéressant. Le roman débute par la phrase suivante. « Dies ist die Geschichte von Lili und von Hanno, ihrem Vater, aber auch von Almesia, einem kleinen Mädchen aus Afrika, und ihrer Mutter Malika. » Alors là, c'est intéressant parce que l'auteur, Sigrid Hoek, semble vouloir mettre tous les personnages sur le même plan sans vraiment faire de hiérarchie entre Européens et Africains, puisqu'elle dit que c'est aussi bien l'histoire de ces deux personnages européens que de ces deux personnages, Almesi et Malika. Une autre évolution notable entre les livres pour enfants écrits à l'époque coloniale et ceux écrits de nos jours, à l'époque post-coloniale, ça va être les illustrations. Certaines illustrations l'illustrent très bien. Dans les livres pour enfants contemporains qui traitent de l'Afrique, d'ailleurs, Élodie Malanda souligne que les illustrations agissent souvent comme un rempart contre le misérabilisme. Donc, parfois, elles vont contre ce que le texte semble vouloir dire. Alors, c'est très clairement le cas, je trouve, avec cette image, donc l'image de couverture du roman Images of Africa, l'illustration de couverture, qui met en scène finalement une jeune fille joyeuse et souriante qui porte des vêtements colorés. Et je trouve que ça va vraiment à l'encontre des descriptions qui sont faites dans le roman, comme celles que j'ai lues tout à l'heure, qui sont vraiment misérabilistes, qui dépeignent des conditions de vie mornes et tristes, des personnes en mauvaise santé, etc. C'est pas tout à fait cette image-là qui est véhiculée, me semble-t-il, sur l'illustration. Bon, j'en viens à ma conclusion. Alors, on peut noter, donc, pour résumer, que cette analyse, alors c'était une analyse très très rapide, bien sûr, hein, de ces deux livres, Carte postale du monde et Images of Africa, mais donc ça montre bien que de nos jours, le passé colonial et la vie dans les anciennes colonies européennes ne sont plus réellement des sujets tabous dans la littérature d'enfance et de jeunesse, dans la mesure où ils sont abordés assez frontalement, ou en tout cas, ça n'est pas quelque chose d'anormal d'avoir un livre pour enfants qui a pour cadre l'une des anciennes colonies françaises ou allemandes. Néanmoins, comment se détacher de cet héritage des livres pour enfants et adolescents écrits à l'époque coloniale ? C'est presque impossible car c'est l'essence même de la littérature. Toute littérature s'inscrit nécessairement et parfois malgré elle dans une continuité, dans un héritage. Et donc, il est impossible de produire une littérature hors sol.
Cela étant dit, malgré les continuités, il y a des évolutions. La littérature s'adapte lentement à son époque et c'est donc tout naturellement qu'à notre époque post-coloniale, eh bien, la littérature de jeunesse essaye elle aussi d'être post-coloniale. Et donc les auteurs font preuve de beaucoup de bonnes intentions. Ils essayent de changer l'approche, de marquer des ruptures. Nous en avons évoqué quelques-unes. J'aurais pu en décrire d'autres, bien sûr, si j'avais eu plus de temps, comme par exemple la dénonciation de l'esclavage qui est faite dans un chapitre de Carte postale du monde. Néanmoins, ces bonnes intentions sont souvent difficilement mises en œuvre. Dans les faits, beaucoup d'entre elles finissent même donc par retomber dans des schémas un peu colonialistes. Et par exemple, j'évoquais le fait que dans Emails of Africa, l'auteur veut mettre tous les personnages au même niveau, hein, c'était la première phrase du roman que je vous citais, et c'est quelque chose de tout à fait louable. Mais dans les faits, c'est loin d'être le cas, c'est pas du tout mis en application. Les seuls personnages qui font avancer le récit, ce sont Lily et son père, et Al-Messi et sa mère sont un petit peu les objets, les buts de leur quête. Ils ne prennent que très peu la parole au discours direct en plus. Autre exemple rapide, je viens de mentionner la condamnation de l'esclavage qui est faite dans Carte postale du monde. Bon, c'est très bien, mais alors ça me permet de souligner que très souvent, on a l'impression que les romans de jeunesse en France vont s'empresser de condamner l'esclavage. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent. Il y a beaucoup de livres pour enfants en France actuellement sur l'esclavage. Et du côté allemand, c'est très souvent l'apartheid qui est condamné. Et parfois même dans certains livres, il est un petit peu comparé avec le nazisme. Alors, condamner, bien sûr, ces abominations, c'est très bien. Simplement, en les condamnant, on ne condamne pas directement la colonisation, hein, puisque ce sont des sujets, bien sûr, qui ont des liens avec l'histoire coloniale, mais de façon voilà, plus ou moins directe. Donc, finalement, des livres qui condamnent explicitement la colonisation très frontalement, c'est plus difficile à trouver que des livres qui condamnent, par exemple, l'esclavage ou l'apartheid. Voilà. Et donc, pour conclure, je dirais qu'il faut être lucide sur ses bonnes intentions et sur les pièges qu'elles recèlent, sans pour autant faire le procès des auteurs, hein, ce qui n'est pas, selon moi, le but d'un chercheur. Au contraire, je suis d'accord avec Elodie Malanda, en conclusion de sa thèse, qui a expliqué qu'il faut saluer ses bonnes intentions et que le travail du chercheur, c'est plutôt de montrer, de révéler les pièges de ses bonnes intentions, les mécanismes à l'œuvre derrière elle, afin de mieux pouvoir les éviter. Et alors, même si, bien sûr, ça n'est pas, vous voyez que je ne fais aucune proposition pour comment les éviter, parce que j'estime, enfin, je ne sais pas, je suis peut-être trop neutre, mais j'estime que ce n'est pas mon rôle en tant que chercheur, c'est aux auteurs et à ceux qui créent aussi de faire ça. Mais donc, voilà, il faut, ça permet le travail du chercheur, c'est de montrer, de souligner cela pour pouvoir justement contribuer encore davantage à décoloniser la littérature d'enfance et de jeunesse. C'est une tâche indispensable, aussi bien en France qu'en Allemagne, et sur laquelle on pourrait encore avancer. Je vous remercie. Merci, l'éclairage culturel, effectivement, sur la question du piège, de la bonne intention, peut-être que vous allez aussi aborder au niveau architectural et aménagement urbain. Je ne sais pas si Akaya sur la question de la décolonisation de l'espace public en France et en Allemagne. Alors, en un moment, quelque chose sur la décolonisation de la littérature, et moi je vais vous parler de la décolonisation de l'espace public en France et en Allemagne. Et ce terme désigne en fait un processus qui est né de la revendication de libérer au sens très large du terme nos rues, nos parcs, nos places, de symboles qui glorifient l'histoire coloniale. Et bien qu'on a entendu parler beaucoup ces dernières années, ces deux dernières années en particulier, cette revendication, elle existe aussi bien en France qu'en Allemagne depuis de nombreuses décennies. Donc, pour ne citer qu'un exemple, en 1967, des étudiants de la ville d'Hambourg ont déboulonné
une statue de Hermann von Bismarck, qui était gouverneur de l'Afrique orientale allemande. Et cet exemple n'est par contre qu'une exception, parce que dans la majorité des cas, ces symboles bénéficient d'une certaine invisibilité. Donc, en fait, à la suite des grands mouvements de décolonisation et de la lutte anticoloniale en général, ils sont devenus obsolètes, voire embarrassants. Et par conséquent, ils sont tombés dans l'oubli ou on a parfois cherché volontairement à les oublier. Et ils se sont donc fondus dans le paysage urbain, ce qui est entre autres dû au fait que les passants ignorent très souvent les événements auxquels font référence ou les personnages historiques. Et ça a changé avec les événements de l'été 2020, marqués par le mouvement Black Lives Matter, qui semble avoir définitivement mis un terme à cette invisibilité. Parce que durant cet été, en fait, on a vu naître une véritable explosion de revendications, de décolonisation de l'espace public, qui se sont aussi multipliées en Europe, et donc en France et en Allemagne. Et pour mon analyse de ce phénomène en France et en Allemagne, je me suis appuyée sur quelques cas qui ont été particulièrement médiatisés et qui m'ont donc fourni de la matière pour mon analyse. Alors, le premier cas auquel je me suis intéressée est celui du monument Bismarck de Hambourg. Il s'agit du plus grand des monuments qui a été, des nombreux monuments qui ont été construits pour le premier chancelier allemand, il mesure 35 mètres de haut. Et il a été entièrement financé par les commerçants de la ville en guise de remerciement pour la politique coloniale que Bismarck avait menée et qui avait grandement profité à cette ville portuaire. Et vis-à-vis de ce symbole colonial, la ville s'est vraiment longtemps montrée assez indifférente. Donc en 2013, quand il s'agissait de rénover le colosse et de réaménager le parc dans lequel il se trouve, Johannes Kaas du SPD a déclaré hier mot illégal. Et il a même été question éventuellement de transformer la base du monument, qui est immense, hein, je ne sais pas si on va le voir sur cette image, qui est immense, en boîte de nuit. Et en réponse à cette annonce, évidemment, parce que la ville d'Hambourg compte quand même pas mal d'associations qui sont engagées pour la mémoire de l'histoire coloniale de la ville. Il y a eu des critiques, on a essayé d'organiser une contestation, mais cette contestation n'a pas vraiment été entendue. Et donc, en avril 2020, la rénovation a commencé par l'assainissement du monument qui a été effectué gratuitement dans le cadre d'un parrainage culturel, donc, qui a été considéré comme positif en fait, pour la marque Kaas, sans contestation majeure. Et donc, c'est vraiment qu'après les événements de l'été 2020, et plus particulièrement le déboulonnement à Bristol, que le monument Bismarck et sa rénovation très coûteuse à hauteur de 9 millions d'euros ont été largement considérés comme problématiques. Parce que cette rénovation a été vue comme une mise en valeur d'un personnage central de l'histoire coloniale, non seulement allemande, mais aussi mondiale, et c'était en parfaite opposition avec les appels à déboulonner ce type de statue. Et donc, il y a eu l'organisation notamment d'une manifestation qui a réuni 120 personnes, ce qui paraît pas immense, mais à l'inverse de la contestation qui avait été faite avant 2020, celle-ci a attiré l'attention des médias. Donc, dès le lendemain, la presse locale s'est intéressée à ce qui s'est passé et les grands titres de presse se sont aussi rapidement saisis de l'affaire. Et dans les mois qui ont suivi, c'est à travers le cas du monument Bismarck que l'Allemagne s'est véritablement interrogée sur son passé colonial et sur la place qu'il a dans la mémoire politique. Et donc, il y a eu une véritable polémique à l'échelle nationale à laquelle la ville a répondu en annonçant en novembre 2020, donc pas si longtemps après, la recontextualisation artistique du monument. Donc, pour cela, elle a mis en place une série de workshops pluridisciplinaires qui ont réuni des activistes, des chercheurs, des artistes locaux,
mais aussi internationaux. Et l'objectif était dans un premier temps de s'intéresser à l'histoire du monument. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais elle est assez complexe. Il y a aussi une appropriation par les nazis du monument. Et aussi, évidemment, de la personne de Bismarck, parce que pendant très longtemps, son rôle dans l'histoire coloniale a été, disons qu'il a été plus ou moins controversé, qu'il reste encore un peu aujourd'hui. Et à la fin, il s'agissait également de déterminer les grandes lignes directrices d'un concours à l'issue duquel devra être choisi le projet de recontextualisation qui sera réalisé. Donc, en raison du coronavirus, ça n'a pas encore pu être choisi lequel de ces projets sera réalisé. Mais je voulais vous présenter trois petites propositions qui m'ont particulièrement plu. Donc, par exemple, The Cloud Time Series de l'artiste new-yorkaise Joari Minaya, qui propose donc d'enrober la statue de tissu à motif et une valeur symbolique forte pour les peuples colonisés. Donc là, il s'agit par exemple sur ce tissu d'une plante qui a été utilisée par les peuples colonisés d'Amérique latine dans leur lutte contre les colonisateurs, parce qu'ils l'ont utilisé en fait pour empoisonner les flèches. À côté, on a Let Them Grow de Dior Thème, qui propose donc de végétaliser complètement le monument. Et donc ce processus, il prendrait du temps et elle souhaite symboliser par là le long processus de la décolonisation des esprits. Et en dernier, on a le projet du collectif d'artistes de la ville d'Hambourg, Projection Bismarck, qui lui souhaite faire de la statue de Bismarck une surface de projection pour des courts-métrages de 3 minutes que tous les habitants ou même hors de la ville peuvent proposer. Donc il s'agit d'afficher des messages, des images, des extraits de films sur le colosse directement. Je me suis intéressée du côté français à la statue de Jean-Baptiste Perret qui se trouve devant le Palais Bourbon. Donc, comme le monument Bismarck, cette statue a bénéficié d'une visibilité particulière qui n'est pas due à sa taille, mais à son emplacement vraiment très symbolique devant l'Assemblée nationale qui est le cœur battant de la démocratie. Et en tant que telle, elle fait l'objet depuis de très nombreuses années de contestations et de critiques. Donc en 2017, Louis-Georges Sain la cite explicitement dans sa célèbre tribune « Goélos sont parfois nos bourreaux » et il estime qu'elle est à l'origine, qu'elle est symptomatique de la fracture qui existe dans la population, dans la société française. Et cette idée avait déjà été évoquée en 2015 aussi par Franco Loya, qui exprime aussi un sentiment d'exclusion de la communauté noire de France en voyant donc cette statue. Et il est le porte-parole de la brigade anti-négrophobie qui a joué un très grand rôle dans la contestation de cette statue. Et c'est une association qui entend lutter contre la négrophobie d'État, qui serait une forme de discrimination institutionnalisée que subirait la communauté noire de France et qui serait propre à la République et à son histoire, notamment coloniale. Et dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, cette statue est devenue assez naturellement la cible de manifestants, avant même le dégoulement. Donc, dans le cadre d'une manifestation qui avait été organisée le 6 juin en hommage à George Floyd, Franco Loya avait déclaré qu'il serait inenvisageable de rendre hommage à George Floyd sans rendre visite à cette statue. L'accès à la statue leur a été bloqué par la police qui craignait certainement des débordements qui ont été nombreux à cette période-là. Et la brigade anti-négrophobie s'est donc organisée pour réaliser une action de recontextualisation sauvage. Franco Loya a versé de la peinture, on ne le voit pas très bien sur le maire, mais versé de la peinture pour symboliser donc, le son sur la statue de Colbert et a tagué négrophobie d'État sur son socle. La scène a été filmée et photographiée par d'autres membres de l'association et à la suite de cette action, il y a eu une arrestation très musclée qui a donné lieu donc, à ces images impressionnantes. L'activiste est vraiment encerclé. Là, on ne voit que deux policiers, mais en réalité, ils étaient 8 peut-être. Ils ont braqué leurs armes automatiques sur lui.
Et donc, à la suite de cela, il a encopé d'une amende et il doit également payer pour la remise en l'état de la statue. Une autre association qui représente, parce qu'en réalité, ces actions-là sont souvent menées par des personnes en particulier depuis des années qui sont engagées. Depuis des années. Donc, une autre association qui représente l'Alliance Noire Citoyenne envisage aujourd'hui de poursuivre l'État pour apologie de crimes contre l'humanité, qui est donc interdite par la loi, en se basant sur le fait que cette statue magnifierait l'esclavagisme et inciterait à la haine raciale. Et la lutte contre la statue de Revers est donc devenue une véritable affaire d'État qui tue des Français. Elles se sont interrogées en juin 2020. 71% des Français ont déclaré ne pas souhaiter voir disparaître les statues de personnalités controversées, dont Jean-Baptiste Colbert, qui a été explicitement cité. Et c'est peut-être aussi cet attachement à ces grands personnages hein, de l'histoire française. D'une grande partie de la population qui explique aussi la prise de position très tranchée du président Macron qui dans son discours du 4 septembre 2020 avait déclaré « Aimer nos paysages, notre histoire, notre culture en bloc toujours. C'est pour cela que la République ne développe pas de statut, ne choisit pas simplement une part de son histoire, on ne choisit jamais une part de France, on choisit la France. » Et cette citation continue, je ne sais pas pourquoi il est là-dessus, par la République commence avant même son commencement. Donc, ce discours avait une tonalité presque belliqueuse, parce que cette attaque contre ces grandes figures de l'histoire française a vraiment été interprétée par de nombreux représentants politiques, responsables politiques, comme une attaque contre la République même. Je me suis aussi intéressée à un autre type de mémoire qui est peut-être un peu moins connu en tant que tel, qui sont les noms de rue, et à deux villes en particulier, donc à la ville de Bordeaux et à la ville de Berlin, où il existe un quartier africain. Et dans ces deux villes, les activistes luttent depuis des décennies contre la présence de noms de bois à caractère colonial. Les autorités n'ont pas réagi pendant de très longues années et face à cette inaction, ils se sont eux-mêmes organisés pour mettre en place un travail de mémoire qui a pris des formes très simples. Donc, par exemple, des visites guidées ont été organisées par des associations depuis de très très nombreuses années qui retracent donc l'histoire coloniale des deux villes et notamment à travers donc, les noms de rue. Dans les deux villes, les activistes tentent également d'attirer l'attention des passants sur cette problématique en organisant des mobs unanimes, c'est-à-dire en cueille des noms de rue, des autocollants sur les noms de rue pour proposer donc, d'autres noms. Et les artistes sont également impliqués. Donc ici, on voit une recontextualisation sauvage par un ou une artiste anonyme qui s'appelle Bordeaux Noir, qui orne les murs sur lesquels sont installées les plaques de rue portant des noms négriers, de silhouettes noires et nues, ligotées et enchaînées ou pendues aux plaques. Dans les deux villes, les revendications n'ont pas été les mêmes. Donc, à Berlin, on a souhaité voir attribuer de nouvelles dénominations aux rues. Et à Bordeaux, cette revendication a été portée dans un premier temps, mais a été assez rapidement abandonnée. On a souhaité voir installer des plaques de rue explicatives sur lesquelles où l'idée c'est en fait de donner des informations complètes sur les personnes qui ont donné les noms à ces rues et des informations critiques aussi tout simplement. Après avoir longtemps fait cette revendication d'absurde, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a mis en place une commission d'experts qui a reçu des associations, des habitants, pour s'interroger sur la politique de mémoire de l'histoire coloniale dans la ville et qui devait notamment trouver une réponse à ce problème des noms de rue.
Et dans son rapport final, la commission a préconisé de donner des noms d'esclaves de la ville et d'acteurs ayant lutté contre l'esclavage avec des lois qui sont nouvellement créées, donc pour créer cette diversification qui avait été demandée, et à la fois d'installer des plaques de rue explicatives pour celles qui portent des noms de négriers et d'esclavagistes. Et ces plaques de rue ont effectivement pu être installées en juin 2020. Complètement indépendamment de ce qui s'est passé, avec les événements, parce que ça avait été décidé déjà en 2016. Donc, on a ces petites plaques de rue, il y a un petit résumé, ensuite il y a un QR code grâce auquel on peut accéder à un site internet qui permet donc d'avoir des informations. Donc, il s'agit d'un exemple de décolonisation de l'espace assez réussi, mais c'est posé un peu la question parce qu'en fait, les activistes avaient identifié une vingtaine de rues qui auraient été concernées, mais la ville n'a choisi que six rues, parce que c'est posé donc la question des sources à utiliser. On n'a pas été d'accord sur quels personnages ont été impliqués. Donc en fait, quand on a tenté d'obscurer en quelque sorte l'histoire pendant si longtemps, c'est très dur de se mettre d'accord sur ce qui s'est réellement passé, de trouver des sources. Donc en fait, il s'agit de vraiment réécrire l'histoire. À Berlin, la lutte contre les noms de voies controversés a donné lieu à un contre-mouvement. L'initiative Pro-Afrikanische Spitze, qui lutte pour la conservation des noms de rues. En 2016, la ville a tranché et a décidé de débaptiser les rues controversées et de leur donner de nouvelles dénominations qui honorent des acteurs et des actrices de la lutte anticoloniale. Et l'initiative Pro-Afrikanische Spitze n'a évidemment pas apprécié, elle a qualifié cette solution de tentative de rééducation idéologique qui viserait à supprimer l'histoire. Comme à Bordeaux, la société civile a évidemment été consultée. Elle pouvait donner des suggestions de voix, des suggestions de nouveaux noms, mais c'est un jury qui devait choisir les nouveaux noms. Mais ce processus a été à l'origine d'une grande controverse, d'une grande polémique, elle n'a pas pu aboutir. Il y a eu des critiques vraiment très diverses. Donc, on a reproché à certains membres du jury d'être trop impliqués dans la lutte antiraciste. Il y a également eu beaucoup d'infox. Donc, un membre du jury a été accusé d'avoir fait partie de la Nation of Islam, ce qui était complètement faux en plus. Et les noms sélectionnés ont également été critiqués. Les riverains, en dépit d'avoir été consultés, ont estimé ne pas avoir été assez impliqués. À côté de ça, la ville a aussi reçu des critiques de la part d'associations namibiennes et américaines de descendants de Herero qui auraient souhaité qu'un des noms retenus fasse référence au génocide perpétré contre leurs ancêtres. Donc, on voit vraiment des intérêts très, très différents et presque des groupes de mémoire qui se battent pour écrire cette histoire aussi et pour savoir ce qui doit figurer dans la ville pour déterminer cette mémoire collective. En 2018, ce sont finalement les différents partis politiques qui siègent au conseil municipal qui ont déterminé les nouvelles dénominations de rue. Et normalement, ces nouvelles dénominations ont pu voir le jour en 2019. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elles n'ont toujours pas pu être modifiées, ces noms de rue, parce que l'initiative Pro-Afrikanische Spitze a appelé ses membres à faire barrage en portant plainte et en faisant appel. Au total, il y a eu 341 plaintes et appels. Et tant que ces appels et plaintes ne sont pas traités, il est impossible de changer les noms. Donc, pour l'instant, ces rues portent toujours ces noms controversés. Donc, ce qu'on peut peut-être retenir en conclusion, c'est que la France et l'Allemagne ne sont qu'au commencement d'un long travail de mémoire. Qu'il n'existe pas encore vraiment de profil de mémoire, ce qui explique qu'il y ait différents groupes qui se battent et qui essayent de donner un sens à cette histoire. Étant donné que la politique de mémoire nationale ne s'est pas encore vraiment saisie de la question, les revendications sont aussi traitées localement, au cas par cas, il n'y a pas de stratégie de réponse à l'échelle nationale qui est appliquée, mais les choses bougent un peu. Par exemple, en décembre 2020, le gouvernement a publié une liste de 318 personnages exceptionnels issus de la France de la diversité, auxquels le gouvernement souhaite donc donner sa place dans la mémoire collective
dans le monde collectif et dans l'espace public. Il suggère, il incite les maires de se baser sur cette liste pour dénommer des écoles, des voies ou encore ériger des statues. Et il encourage même les maires à changer les noms de voies qui porteraient des noms controversés. Et à Berlin, la lutte a permis de changer le Strasse, en fait. Donc, à partir depuis décembre 2020, les luttes à venir seront facilitées parce que le changement de nom de voie à caractère colonial devient un principe. D'enchaîner avec les questions, c'est-à-dire une question avec tout ce qui est chaud, avec la question de la constitution de mémoire relative à la traite et à l'esclavage, et du coup, une actualité plus lente pour les 15 dernières années, avec un focal sur l'année 2020, dont vous avez parlé, un éclairage aussi de George Floyd, mais aussi indépendamment. Jusque-là, le sujet restait entouré d'une épaisseur silencieuse déconcertante, y compris dans les lieux masqués encore aujourd'hui par le poids des héritages. Cette histoire douloureuse, avec des parallèles entre différentes villes. Donc, on va peut-être, si vous avez des questions. J'aurais une question pour tous les deux, non pas pour les deux, une pour chacun. Comment c'est dire, avant de commencer par Annie. Tu sais certainement que ça concerne les noms de rue, mais aussi des termes, et je pense que c'est surtout aussi une discussion qu'on mène aux Pays-Bas d'une façon ardue. Est-ce qu'on peut encore appeler le siècle d'or? Est-ce qu'on peut encore utiliser les termes donc, pour désigner en tant que partie aussi l'histoire de son propre pays? Et la question, ça serait, est-ce que tu as déjà pu constater des choses semblables en Allemagne ou en France, c'est-à-dire jusqu'où ça va, ce processus, et comment on traite ce sujet. Les questions pour Maxime, ou plutôt remarques. Merci, c'est sur les bonnes intentions. À mon avis, c'est dû au sujet. Puisque, en fin de compte, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'urbanisation de l'Afrique, aujourd'hui, en Afrique, il y a plus de 70% des gens qui vivent dans les villes, qui mènent des vies comme nous, comme tout le monde, mais on retombe toujours dans le même cliché de vouloir décrire une vie africaine qui reste liée à la nature, aux origines. C'était si comme on parlait de l'Allemagne, toujours de la montagne et des paysans. Donc, à mon avis, et ça c'est une question, une double question, à mon avis, ces bonnes ou mauvaises intentions viennent du sujet. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des contre-exemples? Est-ce qu'il y a par exemple des bouquins qui parlent de jeunes Africains qui vont dans les grandes villes ou autres où tu n'en as pas? Merci. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. C'est-à-dire, quand on parle de l'histoire, par exemple, en Allemagne, aux Pays-Bas, on va très loin en critiquant aussi des termes. Par exemple, il y a le terme « le siècle d'or », donc qui décrit un siècle où les Pays-Bas se sont enrichis, on va se dire, hein, mais comment ils se sont enrichis? Bien entendu, par l'exploitation, par l'esclavage, et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des mouvements semblables en France, en Allemagne? C'est-à-dire qu'on discute d'une façon controversée l'emploi de certains termes. Moi je l'ignore, hein, c'est juste une question. Donc, mais... est-ce qu'on peut encore employer, c'était si en 10 ans, c'est pas le cas, mais si en 10 ans, par exemple, en Allemagne, on parle de la classique de Weimar, on met en doute ce terme du fait qu'il est lié à des faits historiques. C'est vraiment aucun mouvement en tête pour les deux pays. Mais je pense que s'il y a cette hypersensibilité, je ne sais pas si elle a fait cela, c'est peut-être tout simplement parce que pendant très longtemps, cette histoire a été tuée et a été ignorée, ça me paraît naturel quelque part, c'est une hypersensibilité. Je sais,
On a même des controverses autour de la Mohrenstraße. Des personnes affirment encore qu'il ne s'agit pas du tout d'un caractère raciste ou colonial, alors que c'est bien le cas, donc j'ai toujours l'impression que c'est l'inverse. Il y a un exemple commercial, parce que par exemple, il y a eu, il y avait le petit gâteau Africa, qui ne s'appelait plus Africa. Je n'ignore le nom, mais ils ont toute cette. C'est un choix commercial, mais le petit gâteau Africa ne s'appelait plus Africa. Mais j'ignore le. Mais ça impacte sur le commerce pour vendre les produits. Parce que pour Parisien, les chocos que ce ou l'Afrique, les gâteaux. Oui, mais ça, c'est plus du tout. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout un débat. Après, il y a la question du terme naître ou naître. Enfin, parce que là, je viens de lire, c'est il y a trois jours. Les éditions Autrement viennent de débaptiser le nègre du Narcisse de Joseph Conrad pour le rebaptiser les enfants de la mer. Donc, la question de l'utilisation du mot nègre, et aussi en fait l'utilisation du mot, parce que c'est une écrivain qui pose là-dessus, qui elle dit enfin, d'utiliser le mot nègre comme quelqu'un qui écrit à la place de quelqu'un d'autre, où elle dit je revendique ce terme, même si effectivement maintenant. On peut utiliser d'autres termes, parce que les prix, hein. Voilà, donc apparemment, le nouveau mot, c'est prête-plume en France, qui est devenu le mot officiel au lieu du mot traditionnel nègre. Et elle, critique, je revendique le mot nègre, j'ai pas envie d'être un prête-plume. C'est un peu dans ce sens-là, mais on a dû te poser la question. D'évolution en France et en Allemagne, lequel des deux pays le plus avancé dans le travail de mémoire au niveau de la décolonisation de l'espace urbain? Je pense que c'est un message très similaire, parce que ce dont je n'ai pas pu parler, c'est que l'exemple de Bussmark, il y a une de mes matières à présenter des choses, du mouvement de Bussmark en tant que mot, mais il y a eu une appel à l'aventure. D'une autre statue à Berlin qui avait lieu à l'association qui avait ça d'être sur la liste des organisations terroristes recherchées par l'État. Donc, c'est pas du tout, c'est vraiment au niveau local que ça se passe. Et je pense aussi que si par exemple dans la ville d'Hambourg il y a eu cette sensibilité, c'est parce que. D'une part, la ville s'est quand même engagée depuis 2014 à faire ce travail de manière officielle sur son passé colonial, où on a commencé à mettre en place des expositions dans les musées, où on a mis en place aussi un centre de recherche à l'université. J'ai perdu mon fil. Mais c'est d'ailleurs du coup étonnant par rapport à ce qui a été évoqué. Et en France, je pense que c'est peut-être aussi vraiment la personne de Colbert, parce que peut-être si ça avait touché un personnage un peu moins. Parce que pendant très longtemps, en fait, Colbert, c'est un personnage très important aujourd'hui encore, parce qu'il est porteur de fierté, comme ça dit. Mais je pense que oui, en fait, ça se passe, en ce moment, ça se passe encore au niveau local. Et ça suit peut-être un peu aussi le travail de mémoire qu'on fait dans l'ensemble. Donc, par exemple, des deux côtés, on commence à s'intéresser à l'art spolier. Donc, en fait, il y a des étapes qui sont en train d'être franchies, qui sont assez similaires. Mais je pense peut-être aussi là, avec la publication de l'oratoire, c'est quand même quelque chose d'être assez gros. Mais c'est peut-être aussi normal que ça se passe au niveau national avec cette zone d'alimentation. Je vais passer la question à vous. Juste avant de donner une réponse, j'ai pensé aussi à cet exemple de gâteau, enfin de biscuit, voilà. Ça m'a fait penser aussi à un cas quand même très célèbre en France, la marque Bananière, de chocolat en poudre.
de cacao, voilà, qui a. C'était il y a eu le Gabon, et puis ce scénario de Sénégal avec la bouche grande ouverte et les dents très blanches. Voilà, et puis, ils ont changé maintenant. Le nom et le visuel. Ils ont enlevé le slogan du Gabon et puis ils ont changé le visuel. Non, et sinon, pour répondre à questions et remarques de Joachim, c'est vrai que c'est. Oui, tu as tout à fait raison sur l'urbanisation, mais que voilà, on continue à concevoir la nature, etc. Peut-être, je me dis, je ne sais pas, je m'avance peut-être un peu, mais je me dis qu'il y a peut-être un lien aussi avec la question du changement climatique et de la préservation de la nature qui est vraiment aujourd'hui de plus en plus importante dans la littérature de jeunesse actuelle. Et du coup, le fait de maintenir cette image d'une Afrique un peu idéalisée avec la nature, etc., c'est peut-être un lien, je sais. Je m'avance peut-être un peu, mais on peut peut-être faire un lien entre ces deux. Et sur des contre-exemples, il faudrait que je réfléchisse un peu plus longuement, d'autant plus que du coup, moi, tout ce qui est 20e, 21e, c'est un peu moins mon domaine directement, puisque moi, c'est plutôt le 19e, mon domaine de recherche, mais il doit sûrement y en avoir quelques-uns, très peu. Je pense peut-être à Hermann Schulze, du côté allemand, Mandela et Nelson. Je pense que c'est un roman qui se déroule en Afrique du Sud et je me demande si ce n'est pas dans un contexte plus urbain. Je me rappelle plus. Bon, il faudrait chercher, il y a avoir quelques contre-exemples, bien sûr. Mais... Je me permets d'ajouter juste une expérience personnelle que j'ai publiée sur la littérature jeunesse, donc des portraits d'enfants malgaches. Je travaillais dans ce cadre, moi j'ai appris bien sûr l'écriture et je travaillais avec une illustratrice. Et en fait, j'étais confrontée au fait qu'elle m'envoyait des portraits d'enfants, mais qui n'avaient rien de malgache en fait. Mais parce que tout est tellement centralisé chez nous, que ce soit les banques d'images, que ce soit les éditeurs, que ce soit les auteurs aussi, et là en l'occurrence l'illustratrice, que j'aurais tout à fait pu accepter ces portraits d'enfants qui habitaient au Congo, en Somalie, en Afrique du Sud. Mais il se trouve que j'ai habité en Madagascar, donc je me suis dit que enfin, je le voyais bien, mais ce n'était pas du tout des enfants en Madagascar, mais voilà, c'est en vue d'ici, c'est l'Afrique. J'ai une question parce que, notamment par rapport à tous ces groupes militants pour la décolonisation de l'espace public, dans quelle mesure il y a des liens entre ces groupes, entre la France et l'Allemagne, ou entre d'autres pays, ou est-ce que c'est effectivement des groupes qui restent très localisés? Dans quelle mesure il y a déjà des mises en réseau au sein de la France, au sein de l'Allemagne? Mais voilà, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la dimension transnationale. C'est-à-dire, est-ce que c'est des groupes parallèles, ou est-ce qu'il y a quand même des liens? Et s'il n'y en a pas, est-ce que le groupe pourrait pas organiser un séminaire pour les informer? Donc voilà, c'est la question. Voilà. Au-delà du parallélisme, est-ce qu'il y a des liens entre ces groupes? Par rapport à ça, le local est plus motivé, hein, parce que non, merci, on n'en parle pas. Non, justement, la question est dans le même sens. Est-ce qu'il y a sur vos deux sujets, puisqu'on est sur la table ronde, sur le panel, sur le Nord-Sud, est-ce qu'il y a des échanges organisés ou avec notamment les anciens pays colonisés et les anciennes colonies pour avancer sur ces sujets. Je sais que ça sera un tout petit peu de ce que vous avez présenté, mais peut-être pour élargir pour avoir la dimension de l'autre. Je peux peut-être commencer par cette question-là, parce que je sais que la question est en cours, mais il y a des échanges, vous voulez dire, des échanges des canaux de discussion impliqués et peut-être des représentants de l'association. Ce qui se fait, c'est que la ville d'Hambourg, en fait, elle invite régulièrement des artistes à venir et c'est dans son cadre depuis 2014 qui a été lancé de travail sur la mémoire coloniale et elle invite régulièrement donc, des artistes d'Amérique latine, des artistes de.
d'appui, de faire, de réaliser des projets, des expositions et tout ce genre de choses. Et puis, dans les workshops, ils ont vraiment veillé aussi à inviter des activistes, des artistes qui viennent justement des pays qui ont essentiellement colonisé. Et à juste titre, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Berlin, quand on n'a pas suffisamment occupé ces populations-là, en fait, il y a eu la question, mais pourquoi on ne nous a pas interrogés, c'est aussi notre place. Je peux rajouter un mot parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler hier. C'est une autre initiative franco-allemande. Lors de son première visite à Paris, la nouvelle ministre Claudia Roth a justement proposé un renforcement de la coopération en matière de restitution de musées sur l'héritage colonial et d'autres formes de groupes de travail sur ce sujet-là. Donc, ça date il y a quelques semaines. Je ne sais pas s'il y a eu une suite, mais ça a été annoncé pour le CDI. Et la question sur les liens entre voilà. Oui. Ce qu'il y en a ou il n'y en a pas les associations. Entre les associations, pas pour autant que je sache. Mais après, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment. Les sujets qui se mettent, les actions qui se mettent en place, c'est vrai que c'est assez semblable, mais je pense que c'est surtout inspiré aussi par ce qui se passe aux États-Unis. C'est une discussion entre les musées en France et en Europe. Et votre discours est un statut, pas une couleur, l'influence de l'États-Unis est très, très importante. Et je crois que je me dresse dans la réciprocité entre l'Allemagne et la France, ou l'influence de débattre directement de l'États-Unis et directement de Black Lives Matter. Aber ich habe gesagt, auf Französisch. Ja, auf Deutsch. Ja. Meine Frage ist eigentlich die Einflüsse von der Debatte über diese Frage, über die Schiene der Museen, ist da zwischen Frankreich und Deutschland. Und die ist auch institutionalisiert. Hier geht es um Staatsbürger. Die Frage ist eigentlich, ob die Debatte unterstand hier nicht direkt aus den Vereinigten Staaten direkt Beziehungen haben zu Black Lives Matter und viel weniger zwischen Deutschland und Frankreich. Ich glaube, dass das sogar noch mehr eigentlich was mit den eigenen Ländern zu tun hat, weil man hat dieses Black Lives Matter-Bewegung genommen über soziale Probleme zu reden. Weil wenn es um diese Staaten geht, dann geht es eigentlich immer um die Frage von Exklusion, von Macht, von Injustices passées, also aber eben vom eigenen Land und nicht unbedingt, also man hat das benutzt, natürlich Black Lives Matter, aber es ging viel mehr um eine Reconnaissance sociale, um Injustices. So keine Einflüsse aus Amerika? Natürlich ist ein Einfluss aus Amerika, aber man hat ihn verwendet, um dann über Probleme zu reden, um die es hier geht, wie jetzt zum Beispiel. Ja, aber alle Länder in Europa haben das wenig gemacht. Ja, natürlich, aber das liegt ja auch daran, weil es eine internationale Verpflichtung gibt von diesen ganzen anderen Ja, das ist so vor allem wie meine Frage auch für ja, ich habe noch ein anderes Informativ. Die Kategorie Jeunesse, Literatur pour la Jeunesse, c'est une grande Kategorie. La Jeunesse, c'est jusqu'à quel âge? C'est une question. Une autre, c'est il y a des romans d'aventure que tu as écrit. Mais il y a aussi d'autres genres, bien sûr, comme par exemple des biographies pour les enfants ou pour les enfants. Et je me demande si tu as trouvé peut-être des récits ou des livres pour la jeunesse qui réfléchissent explicitement sur l'époque coloniale. Parce qu'il y a, je pense, dans la littérature néerlandaise, quelques livres qui abordent le thème à réfléchir sur le passé. Et c'est d'autres comme d'écrire un voyage graphique.
et faciliter le fichier, explicitement réfléchir sur les pratiques coloniales qui est difficile. Est-ce que tu as trouvé quelques exemples dans le cas français de par exemple? Alors, bon, oui, c'est vrai, donc il y a beaucoup de romans d'aventure, effectivement. Il y a aussi, effectivement, d'autres genres. Je dirais que c'est principalement, quand c'est autre chose que du roman d'aventure, ça va être surtout. Ça peut être des romans, on peut dire, humanitaires. Donc, mais là encore, est-ce que ça contribue vraiment à décoloniser? Ça maintient cette hiérarchie entre l'Europe et l'Afrique et la pauvre Afrique qui a besoin des Européens qui vont faire de l'humanitaire pour, parce que c'est trop pauvre, il y a des maladies, etc. Après, effectivement, il y a des biographies, mais ça, c'est toujours c'est intéressant parce que je trouve que c'est toujours le plus souvent, ça va être sur des sujets un peu pas directement la colonisation. Ça va être, par exemple, l'esclavage dont j'ai parlé, qui est très, très abordé dans les livres pour enfants. Et oui, ça va être des biographies ou des livres qui vont mélanger un peu fiction des aspects un peu documentaires ou historiques sur des personnages, sur des... Voilà, enfin, il y a aussi beaucoup de romans historiques qui... Après... Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des livres qui se confrontent directement à ça? Oui, mais des livres scolaires. Oui, c'est une bonne question. Je connais moins là, tout ce qui est livres scolaires et manuels scolaires. Je pense que ça serait un sujet vraiment à part entière sur l'évolution de la manière dont c'est traité dans les manuels scolaires. Ah, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a toute une... en tout cas, en Allemagne, évidemment, c'est plus qu'en France, mais il y a aussi des livres pour enfants ou pour la jeunesse sur par exemple, la Shoah, oui. Et qui traite vraiment ce sujet d'une manière assez. Donc, si je comprends bien, en tout cas, de cette manière, sauf que sur le travail, je ne sais pas, mais qu'on ne nomme pas vraiment les. Vraiment pas un roman sur les colonisateurs quelque chose comme ça. Non, c'est toujours plus indirect. Alors, effectivement, tu as raison, la Shoah, c'est un sujet qui, depuis quelques années, qui n'est plus du tout tabou, qui n'est pas du tout. Et également, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale aussi, il y a beaucoup de livres pour enfants qui sont là-dessus pour parler de la guerre. Ça, c'est des sujets qui sont plus du tout, enfin, le voile est complètement levé, il n'y a plus aucun tabou pour la colonisation. C'est toujours... Et là aussi, par exemple, la guerre de l'Algérie, probablement non plus en France. Oui, c'est un peu pareil. Ou alors, peut-être sur la guerre d'Algérie, peut-être il y a quelques livres, par exemple, on parlait tout à l'heure de livres un peu des biographies de personnages historiques, etc. Ça, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est plus difficile que la Shoah, effectivement, que la déportation. Vous ne voulez pas dire la question de trouver la question de la responsabilité collective ou l'expérience personnelle dans la question coloniale, en tout cas, telle qu'on le vit en Europe, je pense. L'histoire coloniale, elle est avant tout africaine, en fait. Donc, contrairement à la première et à la seconde guerre mondiale, qui concerne directement nos grands-parents, mais alors que nos grands-parents, ils peuvent aussi bien être en Algérie ou ailleurs, mais on a moins ce lien direct et ce poids de la responsabilité. La deuxième guerre mondiale a aussi un rôle colonialiste. Mais c'est pareil, qui a été longtemps dit, l'histoire des tirailleurs sénégalais, par exemple, ça a longtemps été mis sous le tapis. Mais je pense que. Non, c'est un peu lié à ça, c'est une question que je pense de lire, mais il y a peut-être aussi un lien avec d'autres sujets. En Italie, je sais que beaucoup des romans pour adultes post-coloniales sont écrits par des auteurs qui ont une famille d'origine et une passion qui sont.
biculturel ou de façon très seulement liée aussi à d'autres cultures. Est-ce qu'on voit ça aussi dans les livres de jeunesse? Est-ce qu'il y a des auteurs biculturels ou avec une passée de migration qui sont peut-être plus équipés à prendre cette perspective différente? Et de même, on pourrait dire des groupes, j'ai l'impression que dans cette question de l'espace public, ce sont aussi des personnes d'origine d'immigration qui sont peut-être dans ces associations affiliées. Mais dans le cas de Berlin, j'ai l'impression que ce sont des Allemands d'origine allemande. Donc là aussi, je serais intéressée de savoir son prosopographie. Quelles sont les personnes qui s'engagent pour les changements des noms de l'espace? Est-ce que ce sont aussi des personnes qui sont eux-mêmes biculturelles ou multiculturelles pour l'identité des personnes? Oui, ça, il y en a, bien sûr. Je ne saurais pas le quantifier exactement de quel pourcentage, voilà, mais ça existe. Et par exemple, cas très intéressant aussi, je me suis beaucoup appuyé sur l'ouvrage et la thèse de Élodie Malanda que j'ai cité à plusieurs reprises. Et elle, c'est un cas très intéressant, Élodie, parce qu'elle est, elle est effectivement d'origine congolaise. Enfin, sa famille, une partie de sa famille, et voilà, ça, je ne sais pas si c'est du je ne sais plus si c'est de sa mère ou de son père. Mais voilà, et du coup, elle s'est penchée là-dessus, en partie parce qu'il y avait ce lien et qu'elle ça l'a toujours intéressée. Elle est arrivée à un moment dans sa vie où elle s'est dit mais attends, pourquoi j'ai toutes ces représentations sur l'Afrique et sur le Congo, sur le pays dont est originaire mon père, ma mère. Et pour répondre à la question de mon côté, alors d'après ce que j'ai pu voir, ce sont essentiellement effectivement des personnes qui ont des liens avec, de par leurs origines, leurs ancêtres, qui ont des liens avec cette histoire, qui sont souvent en tête, donc qui lancent et s'engagent depuis des décennies, vraiment depuis des décennies. Et souvent, surtout dans cette question de la présence de symboles coloniaux dans l'espace public, c'est aussi parce qu'ils ils ont cette possibilité de dire ce qu'ils ressentent eux-mêmes quand ils voient ces symboles. Et je pense qu'en tant que personne, en tant que personne blanche, c'est pas le cas. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi au niveau des autorités. Donc, quand ils mettent en place, quand ils mettent en place un travail de mémoire et qu'ils interrogent les activistes, ils veillent à vraiment donner la parole aux personnes qui ont des personnes toutes noires, et pas que qui viennent d'autres pays, mais aussi sur place, parce que l'objectif, c'est d'écrire l'histoire en donnant la parole à tout le monde, et pas de faire comme on l'a fait jusque-là, d'écrire une histoire de ce point de vue blanc, enfin, de ce point de vue. Oui, justement, parce qu'il y a ce lien de histoire et citoyenneté. Oui, en France, c'est très fort, j'imagine, aussi la main, dans un certain sens, mais la main, c'est compliqué, donc je laisse ça. Ich wollte sagen, ich würde einem Kinder- oder Jugendbuchautor nicht unbedingt zugutehalten, dass er in seinem Inhalt gegen Sklaverei antritt. Die Deutschen, die Belgier, zum großen Teil auch die Briten, haben Afrika kolonisiert, unter dem Vorwand, sein Kind mal die Sklaverei abschaffen zu lassen. Unter anderem deshalb, das kann man, konnte man vor ein paar Jahren ganz gut sehen, in den Museum in Terrüren in Brüssel, dass Sklaverei, das ist das, was die Araber in Afrika machen. Und wir vertreiben da die Araber und das ist Kampf gegen Sklaverei. Also eigentlich ist das, wenn ich jetzt rangehen würde, ein Kinderbuch schreiben, wo das gegen die Sklaverei gerichtet ist, dann würde ich eigentlich mich selber als kolonialistischen Autor betrachten.
Das ist ein kolonialistisches Topos, also das würde ich denen nicht zugute halten. Das könnte man in die Liste der gut gemeinten Fettnäpfchen, die sie aufgestellt haben, könnte man das durchaus mit aufnehmen. Ich wollte aber noch was zu der Ihrer Präsentation sagen, zu der Frage, wie gemeint ist das Ganze eigentlich transnational oder international? Fast alles, was Sie gezeigt haben, ist von 2020 oder 2021. Es sind auch ein paar Sachen dabei, glaube ich, von 2015. Ich versuche selber rauszukriegen, wann hat das eigentlich in Deutschland angefangen, wenn man so eine Antwort braucht. Zum Teil weiß ich es nicht, weil ich in der Zeit in Afrika war. Und da hat, also aus meiner Perspektive, hat es eigentlich in Afrika angefangen, aber ich sehe keine Verbindung zu Deutschland. Ich sehe eine bei Namibia, bei den Afrika-Initiativen und dieser Kolonisation oder des Pastenkrieg in Deutschland, weil da zum Teil Leute dabei sind, die aus Namibia eingewandert sind in Deutschland. Also so, auch so, so gemischte Initiativen von Deutschen und Namibia zusammen und so weiter oder auch von anderen deutschen Kolonien. Bei Südafrika sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Aber rein zeitlich scheint es mir so zu sein, dass es eigentlich mit dieser großen Welle von diesen, ja, kann man sagen, schon Unruhen eigentlich in Südafrika angefangen hat, als Studenten die Universitäten besetzt haben. Das fiel dann auch ein bisschen zusammen mit der Studiengebührfrage, also die Erhöhung der Studiengebühren und so weiter. Und dann auch ganze Denkmäler umgestürzt haben. Das fällt, glaube ich, zeitlich zusammen ein bisschen mit Black Lives Matter, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich kann mir vorstellen, es muss ja nicht unbedingt gemeinsam organisiert sein, wie unter diesen Zeitungen das reicht manchmal oder sehen das auf dem Internet und so weiter, dass die Bewegung sozusagen gar nicht jetzt deutsch-französisch ist, sondern dass das eigentlich Teil eines globaleren oder transnationalen Bewegung ist, die aus Südafrika oder aus Amerika kommt. Aber wie gesagt, es würde mir helfen, wenn Sie mir sagen könnten, wann hat das in Deutschland angefangen? Ich glaube, in Deutschland, also es ist sehr schwer zu sagen, wann hat es angefangen, weil es eigentlich immer sehr wellenartig ist. Ja. Nehmen wir jetzt das Beispiel von diesem Bismarck-Denkmal 1967. Okay. Das war relativ isoliert, aber also das war natürlich eine große Aktion und es gibt nicht sehr viel, was über andere Aktionen geschrieben wurde zu der Zeit, aber das fiel zusammen mit anderen Bewegungen, die auch aus den USA gekommen sind, also mit diesen 60er-Jahren-Bewegungen. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen aus Berlin mit der Straßennamen, glaube ich, war es Ende der 90er und Anfang also Ende der 90er, Anfang des 2000er, dass zum ersten Mal eine Liste herausgebracht wurde von einer Association. Und von einer Gruppe von Forschern über das afrikanische Viertel, spezifisch mit den verschiedenen Straßennamen. Und diese Liste wurde dann auch verwendet. Mhm. Genau, und wegen dem Bismarck-Denkmal weiß ich nicht, seit wann das zustande ist. Das ist sehr gut, sehr recent, eigentlich auch. In den letzten 2 Jahren, dass diese Debatte tatsächlich im Stadtrat. Problem der Kolonialpark, das heißt jetzt Nelson Mandela Park, das ist, glaube ich, auch durch das Ganze. Das ist etwas früher. Ganz interessant, dass Sie das umbenennen haben. Nelson Mandela Park, und da haben Sie auch mehr künstliche. Neue Perspektiven auf diesen Park hineingebracht, sodass es ein total anderes Park geworden ist, als es vorher war. Ja, der ist ein Tansania-Park, oder? Ist das der mal Tansania-Park hieß? Nein, das heißt jetzt Nelson Mandela. Ja, genau. Ja. Und vorher, ich glaube, es ist Kolonial. Okay, also ich muss Ende der 90er schon anfangen zu suchen. Ja, ich glaube, das ist eine der Nachrichten. Nein, ich sehe es 2014. Ah, ja. Ja, genau, das ist ja genau da, wo dann die Stadt angefangen hat, wirklich aktiv an der Aufarbeitung von
der, von dem kolonialen Erbe, also das ist wirklich aktiv. Aber was finde ich auch interessant ist beim Bismarck-Denk, weil da konnte ich jetzt nicht drauf eingehen, ist, dass, dass das ja, also eigentlich nicht nur, es ist ja nicht nur ein koloniales Denkmal, sondern eben auch in dem Denkmal, also das Denkmal selbst wurde eigentlich quasi zu einem Anziehungspunkt für die völkischen Bewegungen, da wurden dann Fackelmärsche organisiert und innen drin, man kann eigentlich in den Bismarck reingehen, gibt es auch Wandbemalungen mit Symbolen, also mit nationalsozialistischen Symbolen. Und das ist sehr interessant, weil da hat die Stadt sich lange überhaupt gar nicht für interessiert, da hat man dann nämlich diese Bäume um das Denkmal herum gepflanzt. Man hat das Denkmal dann für einsturzgefährdet erklärt. Und was ich interessant finde, ist, dass diese Insensibilität, diese Indifferenz gegenüber dieses Denkmals eben nicht nur gegenüber der kolonialen, also dem kolonialen Aspekt gegenüber, sondern auch gegenüber der Verbindung zu dem Nationalsozialismus. Also das ist ein globales Problem. Ich meine, es ist ja auch nicht so der typische, soll man sagen, das typische Symbol für Kolonialismus. Das ist interessant. Ja, er wird es war ja nicht. Nee, er hat gesagt, dass Deutschland saturiert ist und dass das. Er wollte ja nicht mehr kolonialisieren. Nein, aber das stimmt nicht ganz. Er hatte schon die ganze Zeit eigentlich alles in mir und Platz, um zu diesem Punkt zu kommen. Nur halt bis zu, also hat jetzt auch die deutschen Schutz. Gebiete ausgerufen. Und die ganze Kolonie. Ja, natürlich. Das war 1985 gegründet worden in Afrika. Ja. Also, das ist jetzt die Grundlage, wenn man jetzt plötzlich sehr kritisch ist über Bismarck. Und nur in den letzten 5 Jahren. Ja. Ja, aber ich denke, wir werden es jetzt ganz kurz machen, weil ja, das ist tatsächlich ein kurzes Abschiedswort noch, aber wir haben jetzt halt zu lang. Dunkel, kommen wir natürlich nochmal, machen wir auch Vorsehen. Wir können sie auch zwei Sprachen machen. Un grand merci pour cette présentation et merci aussi pour la présentation des présentations. C'était vraiment extrêmement intéressant et on voit très bien parce qu'au début, on a voulu encore aller beaucoup plus loin vers cette question. Il y a énormément aussi des questions qui sont maintenant, je dirais, presque ici dans la salle. Mais et vraiment aussi des questions que j'aimerais encore discuter. Mais je pense que c'est le cas aussi pour d'autres questions. Ich habe das Gefühl, dass hier sehr viel andiskutiert wurde, aber nicht unbedingt zu Ende diskutiert wurde. Wir haben ja auch gestern noch darüber gesprochen, auch Marlene, wir haben darüber gesprochen, dass wir vielleicht diese Diskussion, die jetzt hier angestoßen wurde, vielleicht fortsetzen werden. Donc, on aimerait bien continuer cette discussion ensemble. Vielleicht ja l'année prochaine à Bukarest, hein? Das war so ein bisschen die Idee. Dass wir vielleicht jetzt damit in den Osten auch mal gehen, ja, ja. Ja, und dort vielleicht eine gemeinsame Veranstaltung machen, dann vielleicht auch diese Question de la politique culturelle à l'étranger pour discuter ça d'une manière plus large, encore plus systématique. Ich denke, dass die Frage der Kolonialisierung, Dekolonialisierung etc. auf jeden Fall sehr interessant ist, auch wenn ich natürlich, Klaus, deine Bedenken verstehe, dass man auch vorsichtig sein muss mit Begriffen und wie man sie einsetzt, aber ich denke schon, dass man diskutieren sollte.
Und ich möchte mich jetzt eigentlich nur noch ganz herzlich bedanken bei allen, die jetzt hier mitdiskutiert haben. Aussi pour les organisateurs, aussi merci, grand merci au Deutschland-Institut, au Palace du Goethe, à l'Institut français, à l'Alliance française et surtout aussi à l'Université d'Amsterdam, hein, et surtout aussi à toi, voilà, parce que c'est toi qui as pris quand même l'initiative, voilà. Well, thank you, Nico. I'd like to thank you and everyone for making this possible, because it's, I think, largely part of your usual network that we are allowed to organize this and bring all these people together from the different countries. So big thanks to you both. And also look forward to discussing further the questions that we raised. And I was particularly interested to hear all the critical reflections about the concepts that we use, like dialogue. That will certainly stay with me, the critical effects on dialogue, the critical reflection on reconciliation. Colonialism in this context seems really important. What also will stick with me is the idea that we are in the midst of paradigm change. I think Claire, you discussed that very clearly in your contribution. Because of this war in Ukraine, that sort of changes the whole situation, geopolitical situation where we are, and which also forces us to reflect on this whole narrative of Franco-German reconciliation and what it means, and how we can try and find new ways to work with cultural diplomacy, soft power in a changing Europe, in a changing world. And I think that is definitely something that we should discuss further. And we're raising a lot of new questions. It was a great pleasure to have you all here in Amsterdam. And thank you all for sharing your expertise and insights from the different regions in Europe, in East part of Europe, but also in Iraq, Anis, for your contribution to really revealing about the real life practices of organizing Franco-German institutes in Iraq. So it was very much revealing. And it goes also for your stories, experiences in former Yugoslavia. So, Corina, of course, to thank you also for sharing your huge expertise, traveling from many different parts of the world and having all your different experiences with cultural policies. So I learned a lot, and thank you all for being here, coming here, and discussing with us this interesting theme. So I think that was it. Yes. Yeah, I wish you all a very good journey home, and we'll stay in touch.